Herzlich willkommen zum Nationalen Lesesummit, moderiert von Marjeta Slomka. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonnen-fast-Sommertag hier in Berlin zum ersten Nationalen Lesesummit. Das ist der Auftakt zum Nationalen Lesepakt. Und wenn ich jemanden, der sich da noch nicht so eingearbeitet hat, beschreiben sollte, was es damit auf sich hat, dann denke ich sofort an einen der Menschen, die wir in den nächsten anderthalb, zwei Stunden kennenlernen werden in einem unserer Filmbeiträge. Ein Mann, der bis ins Erwachsenenalter hinein nicht wirklich lesen und schreiben konnte. Ein funktionaler Analphabet, der Fachbegriff heißt. Und der das dann aber überwunden hat mit entsprechender Leseförderung. Und heute, und das zu sehen, ist mir dann auch wirklich ans Herz gegangen, seinen Kindern vorliest, damit die eben nicht das gleiche Schicksal erleiden wie er selbst. Und damit ist die Bandbreite dieses Nationalen Lesepakts ganz gut beschrieben. Es geht um Erwachsene, es geht aber auch um Kinder, also sie davor zu bewahren, dass sie selbst in eine Leseschwäche hineinlaufen, weil Lesen ist die Schlüsselkompetenz für alle gesellschaftlichen Bereiche, für alles, was wir tun, für jede Form von gesellschaftlicher Teilhabe. Und eine der Zahlen, über die ich in der Vorbereitung auf diesen Lesegipfel, den wir hier heute haben, gestoßen bin, war die Zahl 6. Über 6 Millionen erwachsene Bürger hierzulande können nicht richtig lesen oder gar nicht lesen. Und wer jetzt denkt, das hätte vielleicht auch mit Zuwanderung zu tun, ja, das ist ein Faktor, aber mehr als die Hälfte sind deutsche Muttersprachler. Und das ist dann schon eine wirklich bestürzende Zahl und zeigt, wie wichtig hier eine nationale große Anstrengung ist, die drei Ziele hat. Erstens, alle sollen lesen können, die hier in diesem Land leben. Zweitens, jeder soll wissen, wie wichtig Lesen ist und was das bedeutet, wenn man nicht richtig lesen kann. Und drittens, es kann sich jeder engagieren, aber es braucht dafür auch ausreichend Angebote. Und darüber wollen wir in den nächsten zwei Stunden sprechen, mit Experten, mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, mit Menschen, die sich mit diesem Thema wissenschaftlich beschäftigen. Und natürlich wollen wir auch die Rolle der Politik beleuchten. Und ich bin der Stiftung Lesen seit vielen Jahren sehr verbunden und freue mich, Sie ein bisschen durch diesen Tag leiten zu dürfen und die Gespräche ein wenig zu sortieren und zu strukturieren. Und würde jetzt gern die Gäste unserer ersten Runde begrüßen. Stichwort Politik, ein paar Kilometer weiter am Kanzleramt ist heute auch ein virtueller Gipfel. Deshalb ist die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek verhindert. Und an der Stelle stattdessen freuen wir uns sehr, den parlamentarischen Staatssekretär des Bundesministeriums für Bildung und Forschung begrüßen zu dürfen, Herr Thomas Rache. Guten Morgen, guten Mittag, herzlich willkommen. Außerdem die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und die Bildungsministerin von Brandenburg, Britta Ernst. Herzlich willkommen. Dann die beiden Initiatoren des Nationalen Lesepakts, Herr Dr. Jörg Maas von der Stiftung Lesen und Frau Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Vertreter der jungen Generation der Schülerschaft, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm. Ihnen allen herzlich willkommen. Herr Rachel, aus der Perspektive des Bundesministeriums, Sie haben die Schirmherrschaft für diesen Nationalen Lesepakt übernommen. Welche Hoffnung, welche Erwartungen verbinden Sie damit? Wir wollen zeigen, dass uns allen gemeinsam das Lesen sehr, sehr wichtig ist. Denn Lesen öffnet die Augen und man hat die Chance, eine ganz andere Welt kennenzulernen. Und letztlich wird auch die Fantasie angeregt. Das, was bemerkenswert ist an dieser gemeinsamen großen Aktion, ist, dass wir alle Akteure in der Gesellschaft für dieses wichtige Vorhaben gewinnen wollen. Und ich bin sehr froh darüber, dass der Stiftung Lesen und dem Börsenverein des Buchhandels gelungen ist, ganz viele Partner aus der Zivilgesellschaft für unser gemeinsames Anliegen zu gewinnen. Welche Rolle kann das Lesen konkret in der Bildungspolitik, also die Leseförderung konkret in der Bildungspolitik spielen? Lesen ohne Zweifel ist die entscheidende Grundlage, um überhaupt Dinge wahrzunehmen, einzuordnen, zu verstehen, auch zu hinterfragen. Und insofern, wer gut lesen kann oder wer überhaupt lesen kann, der hat ganz andere Chancen in der Bildung. Und insofern ist das Eingebettetsein in Lesen, dass es etwas Normales ist, dass es einem weiterhilft, dass es Freude macht, ganz entscheidend dafür, dass man nachher auch seinen Bildungsweg erfolgreich gehen kann. Ob in der Schule, in der Ausbildung, im Studium oder auch nachher im Beruf. Wenn Sie da ein, zwei Beispiele vielleicht auch nennen könnten, wie kann Politik das ganz konkret unterstützen?
Wir unterstützen das natürlich, indem wir diesen Prozess zum Beispiel mit der Stiftung Lesen ganz aktiv unterstützen. Wir helfen mit dem Lesestart 1, 2, 3, dass schon die Kleinsten ihr erstes Buch bekommen beim Kinderarzt, bei der sogenannten U-Untersuchung, dass Eltern erklärt bekommen von den Ärzten, dass sie ganz früh mit Bilderbuch und Buch die Kinder an das Lesen heranführen können. Und wir haben natürlich auch ganz viele Lesepaten, beispielsweise vom Bundesverband Mentor, die wir unterstützen, die Person zu Person mit Kindern und Jugendlichen zusammenwirken und sie an das Lesen heranführen. Übrigens oft auch mittlerweile mit digitalen Endgeräten. Und da ist ganz interessant, dass eben unterschiedlich sowohl die Älteren ein bisschen was lernen im Umgang mit den digitalen Geräten, wie auch die Jüngeren, dass Lesen etwas Bereicherndes ist und von den Eltern hier profitieren können. Danke, Herr Rachel. Ja, das Projekt Mentor, das ist auch wirklich ein großartiges Projekt, das wir nachher im Verlauf dieser Veranstaltung auch nochmal ganz konkret vorstellen. Damit sind wir auch schon mal beim Thema Leseförderung, Stiftung Lesen. Herr Dr. Maas, vielleicht zeichnen Sie nochmal nach, was überhaupt die Grundidee für diesen nationalen Lesepakt war und vor allen Dingen, warum gerade jetzt? Also die Grundidee ist, glaube ich, eine Zahl, nämlich 3 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Und wenn Sie sich die Bildungsstudien der letzten Jahre anschauen, dann hat sich die Situation nicht wirklich verbessert. Wir haben immer denselben Befund, nämlich dass ungefähr ein Fünftel, 20%, jedes fünfte Kind, egal wo Sie messen, ob bei der IGLO-Studie in den Grundschulen, oder bei PISA, bei den 15- und 16-Jährigen, dass jeweils ein Fünftel der Kinder nicht richtig lesen und schreiben kann. Und das sind, glaube ich, Herausforderungen, die wir alle haben, nicht nur als Stiftung Lesen, sondern alle miteinander, im Grunde genommen für die gesamte Gesellschaft, denn wir alle wissen, wer nicht lesen kann, hat keinen Zugang zur Bildung. Wer nicht lesen kann, schafft auch keine Integration, schafft keinen beruflichen Erfolg. Wir kennen ja die Konsequenzen und deswegen haben wir gesagt, es geht nicht mehr darum, den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, den kennen wir alle miteinander. Es gibt sozusagen nicht den einen goldenen Weg, aber es gibt ein Arrangement von verschiedenen erfolgreichen Strategien, sondern worum es jetzt geht, wir wollen die Realität verändern. Und das war vor 2 Jahren die Idee der Stiftung Lesen gemeinsam mit dem Börsenverein des deutschen Buchhandels und eben auch ganz vielen anderen Partnern, dass wir gesagt haben, wir wollen und wir müssen die Realität verändern, gerade jetzt, denn Lesen ist die Grundlage für Bildung und für ein gelingendes Leben. Und wir können das nicht alleine machen. Es geht nur im Verbund. Es geht mit Bund, mit Ländern, mit Kommunen, mit Verbänden, mit ganz, ganz vielen Akteuren. Und jetzt ist die Zeit für einen nationalen Lesepakt. War das schwierig, dafür starke Partner und auch viele Partner zu gewinnen, die sich hier auch langfristig festlegen? Also ehrlich gesagt, ich habe mit allen telefoniert und die Resonanz war riesig, die war groß. Und alle haben gesagt, ja, lass es uns anpacken. Und ich glaube, das ist genau der Spirit. Es geht nicht mehr um akademische Diskussionen, was wirkt oder was wirkt nicht. Wir wissen mittlerweile von ganz, ganz vielen Programmen, ganz vielen Evolutionen, was funktioniert. Und das, was wir als allererstes brauchen, ist, wir brauchen Eltern, die ihren Kindern regelmäßig vorlesen. Und zwar jedem Kind, am besten jeden Tag. Wir brauchen entsprechende Fördermaßnahmen in den Kitas und in den Grundschulen. Wir müssen die 150.000 ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorleser stärken. Also im Grunde genommen, die Mechanismen sind klar und da waren sich im Grunde genommen alle einig. Jeder arbeitet von einem leicht anderen Blickwinkel, aber genau das ist, glaube ich, die Stärke eines solchen Netzwerkes. Stiftung Lesen beschäftigt sich ja nun schon sehr, sehr lange mit dem Thema Leseförderung. Was funktioniert, um Realitäten zu verändern, wie Sie eben sagten? Wenn Sie das zusammenfassen müssten, was ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg, dass man in die Breite geht? Also ich glaube, man kann vielleicht 4 Punkte nennen. Das erste ist, wir brauchen ein öffentliches Bewusstsein und eine öffentliche Wahrnehmung dafür, dass Lesen mehr ist als nur Lesen eines Buches. Es ist Zugang zur Welt, es ist sprachliche Entwicklung, es ist Kinder können sich besser konzentrieren. Wir haben nachgewiesen, dass die Kinder, die in den ersten Lebensjahren vorgelesen bekamen, dass sie bessere Schulnoten haben. Mit anderen Worten, Bildung beginnt mit Lesen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wir müssen dafür Sorge tragen, dass Programme keine zeitliche Befristung mehr haben, denn das Problem taucht mit jeder Generation von Kindern wieder neu auf. Drittens,
Wir brauchen nachhaltig und besser verzahnte Vorhaben und Projekte mit allen Beteiligten. Und was ich ja schon sagte, wir müssen auch das ehrenamtliche Engagement stärken. Und es ist so ein bisschen so wie so Zahnräder, die ineinander greifen. Und ich glaube, wir haben die Zahnräder, die passen. Wir brauchen sie nur zusammenzuschieben. Und das ist genau die Idee, die wir haben. Und ehrlich gesagt, es gab ja auch sozusagen andere Initiativen, die Hamburger Erklärung, initiiert von Kirsten Boye, der bekannten Autorin, die alle gehen in dieselbe Richtung, dass wir sagen, wir müssen für das Thema Lesen mobilisieren. Dankeschön, Herr Dr. Maas. Sie sagten gerade, Zahnräder müssen ineinander greifen. Dann würde ich gern zu dem Zahnrad Politik überleiten, zur Bildungsministerin von Brandenburg, Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Frau Ernst. Wie präsent ist denn dieses Thema Leseförderung unter den Kultusministern? Die Leseförderung ist ein sehr großer Schwerpunkt unserer Arbeit, und zwar seit vielen Jahren. Nicht zuletzt durch die Veröffentlichung der ersten PISA-Studie 2001 waren wir doch sehr aufgeschreckt. Und wenn man sich anschaut, wo wir forschen, wir haben die PISA-Studien ja durch die sogenannten EQB-Bildungstrends abgelöst, ist die Frage der Lesekompetenz eine zentrale Forschungsfrage, wo wir uns immer wieder vergewissern, wie die Entwicklung der Lesefähigkeit der Kinder und Jugendlichen stattfindet. Wir sind mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Und darunter finden sich zahlreiche Initiativen in den einzelnen Bundesländern. Lassen Sie mich ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel nehmen. Dort gibt es einen Lesesommer, um Lesegelegenheiten zu schaffen. Es gibt Bücherkoffer, die auch in den Ferien an die Familien gebracht werden. Und wir in Brandenburg haben vor 2 Jahren auch mit einem gezielten 5-Punkte-Programm den Schulen nochmal Hinweise gegeben, wie das Lesen in der Schule einen noch größeren Stellenwert einnehmen kann, weil es eben so eine wichtige Basiskompetenz ist. Kann denn in dem Zusammenhang dann auch so ein nationaler Pakt einen besonderen Charme entwickeln, wo man wirklich die Kräfte auch nochmal bündelt und koordiniert? Ich bin total dankbar über diese Initiative, weil ein bisschen kann man sagen, viel hilft viel. Wir brauchen viele Gelegenheiten, wo Kinder und Jugendliche lesen können. Und Herr Dr. Maas hat es angesprochen, die Familie spielt eine ganz zentrale Rolle. Und wir müssen auch Eltern gewinnen, die selber vielleicht eine Distanz zum Buch haben, sich nicht zu scheuen und ihre Hürden zu überwinden, um ihren Kindern das zugutekommen zu lassen. Und dort können viele mithelfen. Lesepatenschaften, Mentoringprogramme, immer Gelegenheiten schaffen zum Lesen und Familien zu ermuntern. Und wenn dort ein ganz breites Bündnis aus Stiftungen mithilft, um Familien und ihre Kinder an das Lesen zu führen, sind wir als Kultusministerkonferenz darüber mehr als dankbar. Ich bin sehr froh über diese Initiative. Haben Sie da auch eine konkrete Erwartung, auch im zeitlichen Ablauf, was diese Initiative uns allen als Gesamtgesellschaft und im Bildungsbereich bringen kann und soll? Wir hoffen natürlich, dass bei unseren empirischen Untersuchungen die Lesekompetenzen der Schülerinnen und Schüler besser werden. Wir hoffen aber, dass wir eine größere Wertschätzung des Lesens in allen Familien erreichen können und dass Eltern wissen, dass es eben so wichtig ist, ihren Kindern vorzulesen. Das wissen viele Eltern nicht mehr. Und wenn wir da zu einem breiteren Verständnis kommen, wie bedeutend das ist, dann haben wir viel erreicht. Ja, zum Thema Familienförderung werden wir später auch noch mit Wissenschaftlern sprechen, die da auch nochmal die Evidenzen für präsentieren. Danke Ihnen, Frau Ernst. Und ich würde gerne weitergeben an Frau Schmidt-Friedrichs, die hier den deutschen Buchhandel vertritt. Wie unterstützt der Buchhandel diesen nationalen Lesepakt? Danke, Frau Sumka. Wir sprechen, also der Börsenverein vertritt den Buchhandel und die Verlagsseite und beide unterstützen das Lesen natürlich ganz immens. Ich fange, weil die Wertschöpfung da anfängt, mal mit den Verlagen an. Jeder neue Kinderbuch-Charakter hat das Potenzial, zu einem besten Freund, zu einem Wegweiser, zu einem Helden, zu einer Figur außerhalb der Familie, die Orientierung bietet und vielleicht auch Zielsetzung, vielleicht auch eine Welt erschließt, die die Familie eventuell nicht erschließt, zusätzlich. Und der Buchhandel verbreitet diese Werke nicht nur, sondern setzt sich mit einem unvorstellbaren Idealismus, unterstützt auch von Verlagen, von Stiftung Lesen, von allen Beteiligten dafür ein, sowohl die Kinder, die sowieso buchaffin sind, aber auch diejenigen, die ansonsten noch nie in einer Buchhandlung waren, die über Schule oder Kindergarten dahin kommen, für ans Buch heranzuführen, diese Faszination, diese zu vermitteln, diese Hürde, die vielleicht die ersten 3, 4, 5 Seiten darstellen, bis ich drin bin, bis ich gar nicht mehr raus will.
zu überbrücken. Und das tut der Buchhandel mit ganz vielen Veranstaltungen vor Ort, absolut niedrigschwellig, übrigens auch unter Akzeptanz von viel Chaos und Arbeit, was das macht. Und damit führen Buchhändlerinnen und Buchhändler ganz viele Kinder eben zum Lesen. Ja, das tun Kann die ich, Mitglieder des Börsenvereins. Darf ich dann nochmal nachfragen, wie man sich so das konkret vorzustellen hat? Also das sehen Buchhandlungen heute zum Beispiel einfach auch anders aus, wenn Sie sagen, wir müssen da niederschwelliger dran gehen, als das noch vor 20 Jahren der Fall war? Also Buchhandlungen haben sich ganz intensiv verändert insgesamt, weil sich auch Menschen verändert haben und insgesamt der Handel verändert hat. Aber ich kenne wirklich, ich könnte Ihnen Unmengen Beispiele sagen von Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die auch unter Hintanstellen von Verkaufsvorgängen Kinder aus Kindergärten, aus Schulen einladen, Autorinnen, Autoren dazu einladen, sich selbst hinsetzen, vorlesen. Dieser Akt des Vorlesens, Herr Dr. Maas sagte das eben, das ist ja der Beginn des Lesens. Wenn ich selbst noch nicht kann, dann weiß ich trotzdem durch Vorlesen schon, was eine Geschichte ist und wie diese Geschichte mich reinzieht, mitzieht, mich weiterprägt in meinem Leben. Und da spielen die Buchhändlerinnen und Buchhändler eine ganz fantastische Rolle und öffnen Türen und sind da extrem offenen Herzens tatsächlich auch. Wo sehen Sie aus Ihrer Erfahrung die größten Herausforderungen im Bereich der Leseförderung? Das ist jetzt gemessen an meinen Vorrednerinnen und Vorrednern nicht wirklich neu. Ich glaube, die größte Herausforderung ist immer Kinder aus Familien, in denen das Lesen und das Buch bislang keine Rolle spielen, dazu zu führen. Es ist viel einfacher, wenn Mama und Papa sowieso auch mal lesend auf dem Sofa sitzen, dass das Kind sagt, ich auch, weil das ja durch Nachahmung lernt. Während ein Haushalt, in dem diese Tätigkeit nicht bekannt ist, der alliterat ist, und diese Kinder dürfen wir nicht verlieren, die zu den Geschichten zu locken und ihnen damit Aufstiegschancen zu bieten, die Durchlässigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten. Das ist, denke ich, Ziel von uns allen hier gemeinsam. Frau Schmidt-Friedrichs, vielen Dank. Wir sprechen uns ja auch später nochmal. Und ich würde jetzt zu Dario Schramm kommen, der hier die Schülerschaft vertritt als Generalsekretär der Schüler. Und Herr Schramm, wir haben eben schon mal kurz miteinander gesprochen, quasi als Tonprobe. Und dadurch weiß ich, dass Sie eigentlich im Moment im Präsenzunterricht sind und jetzt gleich auch relativ schnell in Ihren Biologieunterricht müssen. Das stimmt. Hallo Frau Somka noch einmal. Genau, ich bin tatsächlich, ich bin jetzt vom Englisch-LLK zu dieser Veranstaltung gekommen und habe danach jetzt Biologie. Ja, wie schön das jetzt ist mit dem Präsenzunterricht, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Aber ich habe in den Corona-Zeiten auch mehrfach auch immer wieder Gespräche und Interviews mit Ihnen gesehen. Und da sagten Sie einmal, wie gut man damit klarkommt, auch mit diesem Distanzlernen, das ist abhängig vom Elternhaus. Und das ist ja auch, glaube ich, in diesem ganzen Themenbereich Leseförderung, lesen können, bei denen wir heute sprechen, so ein ganz ausschlaggebender, entscheidender Faktor, oder? Ja, ich habe gerade mal darüber nachgedacht, wie jungen Menschen eigentlich der Zugang zu Büchern erleichtert werden kann. Und ich denke gerade so ein bisschen an die Bibliothek, die bei uns in der Schule ist. Die ist zwar vorhanden, aber die ist nicht in dem Zustand, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das spielt auch wieder darauf, dass die Wirtschaftskraft der Eltern so ein bisschen darüber ausschlaggebend auch ist, wie das Leseverhalten vielleicht ist. Denn wenn wir uns überlegen, man kann sich Bücher, das kostet Geld, vielleicht Geld, was an anderer Stelle gebraucht wird. Und ich glaube, dass auch ein großer Bestandteil darin liegen muss, dass wir Bibliotheken an den Schulen stärken müssen. Denn wenn ich mir die Zustände anschaue, dann ist das auch nicht wirklich zukunftsgewandt. Wurde Ihnen denn eigentlich als Kind vorgelesen? Haben Sie das Gefühl, Sie haben da Leseförderung auf diese Weise bekommen? Ich hatte das Glück, aus einem sehr, sehr leseaffinen Elternhaus zu kommen. Ich kenne selber noch, ich werde nie vergessen, wie ich die Harry Potter-Bände innerhalb von 2 Wochen nächtlich verschlungen habe. Muss aber auch ehrlich zugeben, in Zeiten von Handy, iPad und anderen Dingen ist das bei mir auch sehr verschwunden, dieses Gefühl von Lesen. Das ist ein gutes Stichwort. Welche Rolle spielt denn eigentlich Lesen und jetzt auch im ganz klassischen Sinne Lesen? Das muss ja nicht unbedingt Papier sein, das kann auch ein E-Book sein, aber eben doch ein Buch am Stück zu lesen, ist was anderes, als sich mal schnell durch seine Timeline durchzudaddeln. Welche Rolle spielt das in unseren Schülern? Was ist Ihr Gefühl, Ihr Eindruck? Ich glaube, dass viele Schüler manchmal, wenn sie sich dann wieder durchgerungen haben, mal das Handy wegzulegen, dann doch nicht am iPad zu sitzen, dieses Gefühl einfach mal da zu sitzen und einfach in eine andere Welt auch zu kommen, weil das ist ja Lesen. Das kennen wir alle, dieser Eindruck, dass man einfach abschalten kann. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was wir wieder stärker vermitteln müssen, dass wir die Schüler dazu bekommen, dass sie Spaß am Lesen haben. Denn ich glaube, eine Sache wissen wir alle, man kann Menschen dazu bringen, dass sie das machen, oder man kann sie dazu motivieren, dass sie selber den Antrieb dazu entwickeln. Und ich glaube,
dass es darum geht, den Spaß am Lesen wieder zu entwickeln. Ja, in der Tat, darüber wollen wir auch nachher noch mit Forschern und Wissenschaftlern reden, weil einfach nur zu sagen, Mensch, Junge, lies doch mal ein gutes Buch, das zeugt nicht diesen Spaß, den wir uns eigentlich erhoffen beim Lesen. Herr Schramm, vielen Dank und danke auch, dass Sie dann den Unterricht mal kurz unterbrochen haben, der ja doch auch kostbar geworden ist in diesen Zeiten. Wir haben aus dem Chat, der parallel läuft, ein paar Fragen an unsere Gesprächsteilnehmer. Und die erste Frage richtet sich an Frau Schmidt-Friederichs. Wie gelangt Lesestoff zu Kindern, in deren Familien nicht gelesen wird? Ja, das schließt sehr gut an. Zum einen über Bibliotheken, nicht nur über Schulbibliotheken, sondern insgesamt über Bibliotheken, die sich ja auch wachsendem Zulauf erfreuen und so niederschwellig finanziell sind, dass man das auch nicht als Ausrede nutzen kann. Und dann eben über die diversen Aktivitäten, Vorlesepaten, Schule, Kindergarten. Herr Dr. Maas erwähnte die 1, 2, 3 Untersuchungen beim Kinderarzt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da ansetzen, um eben neue Leselust zu wecken. Die nächste Frage von einem unserer Zuhörer oder Zuhörerin richtet sich an den Staatssekretär, an Herrn Rachel. Wie sehr hat die Corona-Situation die Dringlichkeit eines nationalen Lesepakts erhöht? Nun, ich glaube, es ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig der Austausch von Informationen ist. Und man spürt, das geht natürlich auf der einen Seite auch digital, aber das Lesen ist die entscheidende Grundlage. Im Übrigen auch bei uns Erwachsenen, wenn wir nicht lesen können, worauf wir achten müssen, um uns zu schützen oder wann wer in welcher Prioritätenstufe dran ist. Also auch die Themen zeigen einfach hier, dass Lesen ein ganz, ganz entscheidendes Moment ist, damit wir erfolgreich sein können im Leben. Teilhabe in der Freizeit, im Beruf, im Gesundheitsbereich, in all diesen Bereichen, das funktioniert nur mit Lesen und deswegen wollen wir das gemeinsam stärken. Und eine weitere Frage, danke Ihnen, Herr Rachel, eine weitere Frage richtet sich an Herrn Dr. Maas von der Stiftung Lesen. Es gibt ja viele Initiativen für die Leseförderung, hier heißt es sogar zuhauf. Was ist denn, wenn Sie das auf den Punkt bringen sollten, das Alleinstellungsmerkmal jetzt dieses nationalen Lesepakts? Ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal, wenn man überhaupt davon sprechen kann, ist, dass wir alle eingeladen und niemand ausgeladen haben. Denn ehrlich gesagt, es geht nicht darum, welche Initiative besser oder welche schlechter ist oder welche treffgenauer oder welchen anderen Fokus hat, sondern es geht darum, wie kriegen wir alle miteinander verbunden. Und deswegen, jeder soll mitmachen, ist eingeladen mitzumachen, sich zu beteiligen. Es gibt kein schlechter oder besser, es gibt nur ein richtig. Und richtig heißt, wir müssen alle Kinder in Deutschland zum Lesen bringen. Ganz in diesem Sinne richtet sich dann auch die nächste und jetzt letzte Frage aus unserem Chat, die mir hier reingereicht wurde, an die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Frau Ernst. Wenn Leseförderung eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft ist, was ja eben auch Herr Dr. Maas nochmal betonte, wie gelingt es dann vor allem ehrenamtliches Engagement, gerade für die Leseförderung gezielt von der Politik auch ausgehend auszubauen? Das Stichwort Lesepatinnen und Lesepaten und Mentorenschaft ist ja schon gefallen. Und ich glaube, dass Kinder dankbar sind über jede Gelegenheit, wo ihnen vorgelesen wird. Und das können Räume in der Schule sein, wo auch Leseecken gestaltet werden, wo von draußen Ehrenamtliche kommen, die Kindern vorlesen und sie in diesen Bann ziehen der Bücher. Aber es können auch Bereiche außerhalb der Schule sein. Und das sind tolle Projekte, die die Bildungsarbeit ergänzen können. Die Projekte, die stellen wir auch noch vor. Auf jeden Fall erstmal als Fazit unserer ersten Gesprächsrunde hier ist, es kommt auf alle an, weil Leseförderung auch alle betrifft und weil es einfach wirklich eine Schlüsselkompetenz ist, um überhaupt gesellschaftlich teilhaben zu können, um in der Schule Erfolg haben zu können, wie Herr Schramm, um beruflich Erfolg haben zu können, aber auch in einer so verschrifteten Gesellschaft, die wir ja inzwischen durch die Digitalisierung sind, auch um überhaupt miteinander kommunizieren zu können. Und es müssen alle Lebensbereiche, Wirtschaft, Politik, Schule, Eltern, Familienförderung zusammengreifen. Ich würde jetzt gerne einfach noch mal eine kleine Abschlussrunde machen, wo jeder von Ihnen bitte nur mit einem Satz sagt, was Ihnen selbst das Lesen bedeutet. Das kann auch einfach ganz persönlich sein und muss jetzt nicht politisch korrekt bezogen auf die Leseförderung sein. Und Frau Ernst, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Was bedeutet Ihnen Lesen?
Also das Lesen von Akten ist was anderes, aber das Lesen von guter Literatur ist einfach immer wieder das Erschließen von anderen Welten, das Eintauchen auch in andere Lebensverhältnisse. Und das begleitet mich wirklich mein ganzes Leben, seitdem ich es selber kann und davor durchs Vorlesen. Das möchte ich wirklich nicht missen. Und ich finde es ein großes Geschenk, das die Menschheit hat, dass wir lesen können. Frau Schmidt-Friedrichs? Für mich ist Lesen Co-Kreation. Ich kann nicht lesen, also jetzt auch wieder Literatur und nicht Akten, ohne mir im Kopf einen Film vorzustellen. Und dieser Film begleitet mich dann zum Teil über ganz, ganz lange Zeit. Und das wiederum ist ja ein Akt der Kreativität. Das heißt, damit ist Lesen auch kreativitätsfördernd. Und Kreativität betrachte ich als die Ressource, mit der wir Zukunft bauen. Dario Schramm? Lesen ist, wie bereits gesagt, das Abtauchen in eine andere Welt und die Möglichkeit, einfach einmal abzuschalten. Abtauchen ist ein schönes Stichwort, darüber sprechen wir später noch mit einem Neuropsychologen. Herr Maas, was bedeutet Ihnen Lesen? Ich habe einen Satz mit 4 Semikolons, ich hoffe, ich darf den trotzdem nennen. Ohne Lesen keine Bildung, ohne Lesen keine Integration, ohne Lesen kein Fortschritt, ohne Lesen keine Zukunft. Stichwort Zukunft, Herr Rachel, was bedeutet Ihnen Lesen? Lesen fördert das Miteinander von Eltern und Kindern, regt die Fantasie an. Und das alles trägt dazu bei, dass die Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen gestärkt wird und dass sie damit nachher in der Bildung erfolgreicher sein können. Und welchen Wunsch verbinden Sie jetzt mit diesem Pakt für die Leseförderung für Deutschland? Dass ganz viele mitmachen, denn die Kraft liegt darin, dass jeder sich in der Gesellschaft mitverantwortlich dafür fühlt, dass wir das Lesen ganz viel möglichst allen Menschen ermöglichen. Ich danke Ihnen allen, meine Damen und Herren, für diese erste Runde und dass Sie sich alle Zeit genommen haben und Lust auf Lesen haben und auf Leseförderung. Mit einigen sprechen wir gleich noch weiter, aber erstmal vielen lieben Dank. Und wir kommen zu Beispielen aus der Praxis und zwar zu Menschen, die genau das erfahren haben, worüber wir gerade auch gesprochen haben, nämlich eine gezielte Leseförderung und was das für sie bedeutet und werden uns das jetzt gleich in einem Film ansehen und da taucht auch jener Mann auf, den ich anfangs hier erwähnte, der mich wirklich sehr berührt hat, der eben Leseschwäche oder Analphabetismus erfolgreich überwunden hat. Schauen wir uns den Film gleich an. Wie dann angefangen? Keine Ahnung. Ich bin eigentlich so geboren worden. Kinder werden nur abgestellt zu Hause, haben teilweise nur eine Comicsprache. Jedes Hobby und jedes Interesse wird irgendwann schon erfordern, dass das Kind lesen kann. Ich hatte vor fast einem Jahr einfach eine Phase, da hatte ich keine Lust auf Lesen. Man soll kämpfen, versuchen zu lesen, versuchen zu lernen, versuchen zu schreiben. Wenn man es macht, kommt es auch. Martin hat als Schüler nicht richtig lesen gelernt. Doch das Alpha-Telefon und eine gezielte Förderung haben ihm geholfen. Wie dann angefangen hat, keine Ahnung. Ich bin eigentlich so geboren worden. Ne? Es hat sich halt schon früh in der Schule rausgestellt, dass ich da doch ein Problem mit habe. Man will ja nicht der Schlechteste aus der Klasse sein oder man will ja auch nicht immer der sein, wo alle anderen drauf warten müssen, wenn irgendwann eine Tafel geschrieben ist und du abschreiben musst. Yvonne arbeitet seit 11 Jahren für die AWO Lernwerkstatt in der Sprach- und Leseförderung in Kitas. Ach, das gibt's doch nicht. Schon wieder fehlen einzelne Socken. Es gibt auch immer weniger Eltern, die vorlesen. Kinder kennen das teilweise gar nicht. Was ist ein Buch? Kinder werden nur abgestellt zu Hause, haben teilweise nur eine Comicsprache, können überhaupt keine Worte, geschweige denn irgendwann mal in einem bestimmten Alter in ganzen Sätzen reden oder so. Die Kinder leben in einer reizüberfluteten Welt, haben oftmals Konzentrationsprobleme. Und diese Kinder wirklich zu kriegen, dass sie sich hinsetzen, konzentrieren, Ruhe halten und sich auf eine Geschichte einlassen, das ist wirklich einfach unglaublich schwierig. Die Kinder setzen sich vor den Fernseher und spielen dabei Lego oder sonst irgendwas. Pascal hat vor einem Jahr ein Buchprojekt mit geflüchteten Kindern gestartet. Nun ist das Buch erschienen. Ich muss sagen, dass ich früher sehr wenig und recht ungern gelesen habe. Tatsächlich ist auch, glaube ich, so diese Begeisterung fürs Lesen mit der Begeisterung fürs Lesen der Kinder und mit diesem Projekt irgendwie gewachsen. Ich
jeder, der dieses Buch geschrieben hat, hat 6 oder 7 Geschichten geschrieben. In Geschichten, die ich geschrieben habe, geht es um Abenteuer, Fantasie und ein paar andere Sachen. Als ich angefangen habe, die Texte zu schreiben, war ein sehr schönes Gefühl, weil dann dachte ich mir, irgendwann wird es groß rauskommen und die Leute werden sehen, was ich geschrieben habe. Ich habe mich teilweise gekugelt vor Lachen, weil es so eine unglaubliche Fantasie ist, die da rausspringt teilweise, ne? Und das ist schon toll zu sehen. Als ich das Buch in der Hand gehalten habe, war ein sehr schönes Gefühl. Ich konnte es kaum beschreiben. Meine Eltern waren stolz auf mich. Und ich bin selber stolz auf mich, weil ich es halt noch nie gemacht habe. Und wenn ich es halt sehe, meine eigene Schrift in einem Buch, das ist ein sehr schönes Gefühl. Das kann man nicht beschreiben. Eva versucht heute, andere Jugendliche mehr fürs Lesen zu begeistern. Doch das war nicht immer so. Ich hatte vor fast einem Jahr einfach eine Phase, da hatte ich keine Lust auf Lesen und die Geschichten haben mir einfach zu lange gedauert und die Bücher, die ich zu der Zeit gefunden habe, waren nicht spannend genug aus meiner Sicht und da habe ich dann einfach lieber gemalt und war draußen. Also ich hatte dann wieder angefangen durch meine beste Freundin eigentlich, die mir dann ab und zu mal was vorgelesen hatte. Und wir dann auch mal ausgemacht haben, dass wir einmal pro Woche zusammen was lesen. Ich denke, dass Eva wieder Lust am Lesen hat, hat hauptsächlich damit zu tun, dass sie die richtigen Bücher gefunden hat. Und dadurch, denke ich, hat sie gemerkt, wie viel Spaß es tatsächlich machen kann, wenn man einfach mal nicht über andere Dinge nachdenkt und eben in dieser Welt für einige Minuten oder Stunden lebt. Dann kommt halt sowas wie Brille vergessen oder irgendwas ins Auge gekriegt, ich kann da gerade nicht, ne, eben abends Verband umgelegt und Hand verletzt und ja, täuschen und tarnen war sehr oft mein stetiger Begleiter. Ja, und dann VHS war ja auch Volkshochschule, da war ja wieder dieses Wort mit Schule, wo ich ja, Schule war ja immer negativ und da waren Leute, die waren schon über 50 und wo ich mir gedacht habe, Mensch, das kann doch nicht so schwer sein. Alle anderen schaffen es doch auch. Wenn du dann so kleine, aber feine Erlebnisse hast, die dann positiv sind, dann ja, baut dich das auf und dann kriegst du auch mehr Spaß daran. Das Vorlesetheater ist eigentlich entstanden, weil ich fand, dass man Bücher einfach so mit allen Sinnen erleben soll. Also auch die Kinder, dass sie was schmecken, riechen, fühlen. Und dadurch, dass ich vom Theater komme, halt auch selber dann versuchen, irgendwie nachzuspielen. Wenn du die neu hast, sind mittlerweile viele Kinder dabei, die praktisch überhaupt keinen Wortschatz haben. Das heißt, du fängst ganz, ganz klein an. Ja? Also ich fange ganz oft auch an, mit Kindern Bücher zu lesen, wo bestimmte Worte halt durch Bilder ersetzt sind. Und die können dann mit mir reingucken. Ich lese die gedruckten Buchstaben und sie sagen das Wort. Und dann haben die ganz früh das Gefühl, sie fangen an zu lesen. Und wenn man sie sich dann nimmt und vorliest, schafft man eine ruhige Atmosphäre, alles gesettelt ist, Kinder sich besser konzentrieren. Und wenn man dann noch dafür sorgt, dass sie sensitiv Sachen aus dem Buch erfahren, also was riecht, hören, zusammen Bilder angucken, dann werden kleine Dinge aus dem Buch plötzlich ganz groß. Man merkt sich einfach das Wort und richtig zuhören und selber was sagen zu können, ist einfach für alles richtig wichtig und Lesen hilft dabei. Nachdem ich dann wieder Lust am Lesen hatte, hatte ich auch Lust, andere zu motivieren. Ich bin seit fast knapp 1,5 Jahren oder 1 Jahr Lesescout und es macht mir Spaß, Kindern was beizubringen und ihnen Lesen näher zu bringen. Lesen bedeutet mir eigentlich recht viel, weil man kann dadurch einfach abschalten, runterfahren und man kann eigentlich immer und überall lesen. Ich habe jetzt auch eine Lebensgefährtin mit 2 kleinen Kindern und den Spießrutenlauf, den ich in meinen Jahren hatte, den gönne ich keinen. Und deswegen bin ich da schon sehr bedacht drauf, dass die auch vielleicht gar nicht erst in das Problem reinrutschen können, was ich habe oder was ich hatte. Jedes Hobby und jedes Interesse
Und jeder Traumberuf wird irgendwann schon erfordern, dass das Kind lesen kann. Und wenn man das mit dem Kind so ein bisschen durchspielt, kommt das Kind, glaube ich, auch ziemlich schnell zu dem Punkt, dass es merkt, oh ja, das sollte ich schon machen. Ich muss auch verstehen, wenn ich in diesem Land lebe und ich weiß nicht, was die Leute reden oder sprechen oder lesen. Deswegen, ich muss das lernen und verstehen, sonst, wenn ich es nicht mache, habe ich hier keine Zukunft in diesem Land. Man kann jetzt nicht einfach sagen, oh, ich kann jetzt nicht lesen, ich gebe auf, ich schmeiße es komplett weg. Man sollte dran kämpfen, das habe ich auch gemacht. Man soll kämpfen, versuchen zu lesen, versuchen zu lernen, versuchen zu schreiben. Wenn man es macht, kommt es auch und man wird es irgendwann schaffen. Das habe ich ja auch geschafft. Ja, ein Mutmacher und auch das kleine Mädchen, Aya, 11, werde ich so schnell nicht vergessen, die sagt, wenn ich nicht weiß, was die Leute hier reden und schreiben und ich nicht lesen kann und die Sprache nicht kann, dann habe ich keine Zukunft in diesem Land. Für eine Elfjährige das so zu sagen, das, ja, das geht einem schon auch unter die Haut. Wir kommen damit auch zu einem zweiten Gesprächsrunde, wo es vor allen Dingen um die Frage geht, wie man Bildung vermittelt, wie man das professionell und wissenschaftlich, mit wissenschaftlicher Evidenz macht. Das war, finde ich, auch ganz anschaulich, was die Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt, die da als Leseförderin arbeitet, erzählte, dass Lesen dann auch spielerisch entwickelt wird, mit Theater, mit Anfassen, mit Riechen, mit Worten ersetzen. Und das ist nicht einfach nur so aus der Luft gegriffen, sondern auch dahinter steht Wissenschaft. Denn wie man Bildung vermittelt, ist eine Wissenschaft für sich. Da geht es nicht nur um Erfahrungswerte, sondern da geht es auch um Evidenz. Und ich freue mich, dass ich jetzt eine Runde mit hochkarätigen Experten beieinander habe, interdisziplinär aus verschiedenen Bereichen der Forschung, aber auch ein Vertreter der Politik ist darunter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob alle jetzt schon ihre Kameras angestellt haben, weil wenn ich hier auf unseren Monitor gucke, sehe ich noch zwei Teilnehmer, bei denen es noch aus ist. Ah, ich glaube, da ist unser Neuropsychologe. Und haben wir auch noch den dritten oben rechts. Einfach auch noch mal die Kamera anmachen. Ich fange trotzdem einfach schon mal an, die Runde vorzustellen und freue mich als erstes ganz besonders auf Professor Naika Furutan. Sie ist Politik- und Sozialwissenschaftlerin, leitet das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Das heißt, sie beschäftigt sich auch sehr mit der Bedeutung des Lesens für Integration, für Identitätsfindung und für Bildungsaufstieg. Als zweites in der Runde Professor Eckhard Fuchs. Er ist Historiker und Erziehungswissenschaftler und leitet das Georg-Eckhardt-Institut, das spezialisiert ist auf internationale Schulbuchforschung. Das heißt, wir reden hier auch über die internationale Ebene der Bildungspolitik und die Bedeutung des Lesens auch für unser eigenes Bild von der Welt. Dann Professor Ingrid Gogolin, sie ist Professorin für interkulturelle und internationale vergleichende Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Bildungsforschung betreibt sie und ihr besonderer Forschungsgegenstand ist Mehrsprachigkeit. Ich hoffe, dass wir sie gleich auch sehen werden. Nee, Moment noch nicht. Gehen wir erstmal über zu Professor Arthur Jacobs, Neuropsychologe, Professor für allgemeine und neurokognitive Psychologie an der FU Berlin. Er betreibt Leseforschung aus einer neurobiologischen Sichtweise, nämlich was die neurobiologischen Grundlagen von Sprache und Spracherwerb sind. Das kann man, glaube ich, vereinfacht ausdrücken, was beim Lesen und Lesenlernen in unserem Gehirn passiert. Und er beschäftigt sich zum Beispiel auch mit der Frage, wir hatten das vorhin in der ersten Runde einmal, warum man beim Lesen von Büchern so völlig versinken kann in eine andere Welt und auch gar nichts mehr um sich herum wahrnimmt. Dann mit dabei ist Dr. Frank Mentrup, er ist Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und Präsident des Deutschen Bibliothekverbands und war in einem früheren Leben, Herr Dr. Mentrup, waren Sie Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ihr großes Thema ist unter anderem, wie man Bibliotheken zu sozialen Treffpunkten für alle gesellschaftlichen Schichten machen kann und insofern auch Bibliotheken als ein bildungspolitisches Instrument einsetzen kann. Und schließlich Frau Professor Petra Starnert, sie ist Psychologin, Direktorin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Sie betreibt empirische Bildungsforschung und einer ihrer Schwerpunkte dabei ist auch, wie Bildungserfolg sich bei Heranwachsenden mit Migrationshintergrund besonders fördern lassen kann. Aber sie interessiert sich auch sehr für die technische Seite des Lesens, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und ich glaube, Frau
Professor Gogolin haben wir jetzt auch im Bild, richtig? Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ich weiß nicht, ich hoffe, Sie hatten eben schon uns hören können. Frau Professor Gogolin, ich habe, als ich mich mit Ihrem Arbeitsbereich ein wenig beschäftigte, unter anderem gelernt, dass Mehrsprachigkeit eine historische Normalität war. Das war auch ein Thema, was ich extrem interessant fand. Man lernt bei solchen Veranstaltungen auch immer wieder Dinge, die man nicht wusste und die einem dann in Erinnerung bleiben. Wir wollen in unserem Gesprächsrunde drei Themen im Wesentlichen besprechen, in drei Blöcken sozusagen. Einmal, warum Lesekompetenz aus wissenschaftlicher Sicht so wichtig ist. Zum anderen, was die Barrieren, die Hindernisse sind, die dem Erwerb von Lesekompetenz im Weg stehen. Und schließlich, wo wir dann da konkret ansetzen können. Und ich würde gerne beginnen mit Frau Professor Furutan aus Sicht der Integrationsforscherin. Welche Bedeutung hat Leseförderung und Lesekompetenz, um die eigenen Potenziale entwickeln zu können? Ich kann Sie noch nicht hören. Ich glaube, Sie müssen Ihr Mikro... Das Stummschalten. Wunderbar. Das kennen wir alle seit einem Jahr, diese Problematik. Genau. Kein Problem. Jetzt hören wir Sie. Willkommen. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss mich jetzt hier erstmal outen. Ich bin nämlich mitnichten eine Leseexpertin und Sie haben mich jetzt auch richtig vorgestellt. Ich bin Integrationsforscherin. Ich komme nicht aus der Bildungsforschung. Und ich nehme mal an, dass ich in dieser Runde mit dabei bin, weil ich vor allen Dingen forsche zu Fragen von Zugehörigkeit und Identität. Und das verbindet sich natürlich auch stark mit Fragen von Sprache und Sprachlichkeit. Wobei ich tatsächlich dazu sagen muss, dass wenn das, was wir beobachten können, empirisch so zutrifft, dann muss ich jetzt hier leider die Spoilerin auf dem Panel spielen und sagen, ich mache jetzt mal eine steile These, Lesen wird massiv überschätzt und in 10 Jahren werden Bücher sowas sein wie für unsere Kinder heute Schallplatten. Ich bin sehr stark innerhalb von Schulkontexten. Ich habe 3 Schulkinder hier im Berliner Zusammenhang auf Schulen mit einer, wie man das so schön sagt, starken, nicht deutschen Herkunftssprache. Trotzdem, in unserem Haushalt sind wahrscheinlich über 5000 Bücher, aber die Kinder lesen nicht mehr. Sie sind einfach technisch in einem anderen Zusammenhang und ich glaube, es ist die große Herausforderung an alle von uns, die noch BuchliebhaberInnen sind, zu überlegen, wie wir den nächsten Schritt gehen. Und das, was wir den Kindern mitgeben müssen, ist wahrscheinlich eine Kombination von Reden und Visualität. Mhm. Und die Frage von Sprache, um das nochmal abzuschließen, die deutsche Sprache wandelt sich, sie wird sich auch weiter wandeln, wie das US-amerikanische auch. Menschen reden mit mehr Akzenten, Menschen reden in Kiezdeutsch, es kommen Sprachen rein über Deutschrap und andere Formationen, wir gewöhnen uns daran. Es findet sich in der Form noch nicht in den Büchern wieder, vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum Bücher unattraktiver werden für Jugendliche speziell, aber ich würde es eher tatsächlich auf die Technik schieben. Wobei Lesen natürlich jetzt nicht nur Bücher lesen meint, also Lesekompetenz zu entwickeln. Da würde ich gerne anschließen eine Frage an den Neuropsychologen, lesen zu können. Welche Bedeutung hat das aus Ihrer Sicht auch für die für Entwicklung von sozialer Kompetenz, für Entwicklung von Emotionalität? Gibt es da einen kognitiven Zusammenhang, den Sie aus Ihrer Forschung so feststellen? Ich glaube, ich bin angesprochen. Hören Sie mich gut? Ja, wir hören Sie gut. Ja, natürlich gibt es da Zusammenhänge. Es ist bereits mehrfach erwähnt worden, neben dem Trivialwissen, das wir auch mit unseren modernen und teuren Methoden bestätigen können, dass Lesen, Verstand, Vernunft, emotionale Intelligenz, Fantasie, Kreativität fördert, passiert beim Lesen häufig das, was Sie auch, glaube ich, angesprochen haben, nämlich das, was wir Immersion nennen, dieses Eintauchen in diese künstlichen Lesewelten. Und das ist hirnphysiologisch gesprochen ein äußerst vergnüglicher, letztlich entspannender Zustand, der in uralten Netzwerken, Emotionsnetzwerken des Gehirns entsteht. Und es ist einfach bedauerlich und traurig, wenn Millionen Menschen in Deutschland, wie wir gehört haben, nicht in die Lage versetzt werden, solche vergnüglichen Zustände überhaupt zu erleben. Und natürlich ist auch
was auch unsere Großeltern sicher schon wussten, wenn man gute Lektüre liest, dann wird man emotional und intelligenzmäßig geschult, weil man mit Charakteren in engen Kontakt gerät und sich in diese hineinversetzt, die eben Eigenschaften haben, die man sich vielleicht selber wünscht und die man dann vielleicht auch später zumindest in gewissen Graden versucht zu entwickeln. Wenn ich da einmal kurz noch nachfragen darf, weil ja auch Frau Furutan das ansprach mit Digitalisierung und Bücherlesen ist out. Macht es einen Unterschied, ob man ein Buch als E-Paper oder also auf dem Bildschirm, auf dem iPad oder auf dem Tablet oder auf Papier liest? Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Das ist wahrscheinlich ein weites Feld, aber vielleicht können Sie da kurz was zu sagen. Ich? Ja, Sie sind der einzige Neuropsychologe in der Runde. Wir hatten ja 5 Jahre lang dieses riesen europäische Projekt dazu, E-Read, dass das die Frage empirisch mit allen möglichen Methoden erforscht hat. Und meine Antwort ist die gleiche wie bei all den Pressekonferenzen, die ich dazu schon gegeben habe. Es ist eigentlich völlig unwichtig, wie und wo man liest, also auf analog Papier oder auf dem Kindle oder auf was auch immer. Was zählt, ist, dass man liest, möglichst viel und vor allen Dingen, was man liest. Die Frage würde ich gerne weiterreichen an Herrn Fuchs aus der Sicht des Erziehungswissenschaftlers mit dem globalen Blick. Wie wichtig ist das Lesen können? Professor Jakob sagte auch gerade, es kommt auch darauf an, was man liest, für das sich verorten in der Welt, also auch das sich wahrnehmen im anderen und im Fremden. Da sind wir ja auch wieder beim Thema auch Migration, Wanderungen zwischen verschiedenen Sprachebenen und Sprachräumen. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich aus der Perspektive des Mediums Zugriffs eine ganz zentrale und wichtige Frage. Vielleicht vorweg, Studien hier am Georg-Eckert-Institut und woanders haben gezeigt, dass Schulbücher, unabhängig davon, ob sie analog, hybrid oder digital im Unterricht genutzt werden, nach wie vor das Hauptmedium sind, um Inhalte zu vermitteln, um Kompetenzen zu vermitteln und damit natürlich auch den Lernstoff an die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Und dazu muss man lesen können. Das ist erstmal eine relativ basale Aussage. Aber Texten in Schulbüchern, die sind in zweierlei Weise, glaube ich, nochmal komplex und auch speziell. Zum einen finden wir in Schulbüchern Texte ganz unterschiedlicher Art, also ob das Informationen sind, ob das Bilder sind, die man lesen muss, Texte, Aufgaben, Quellen in Geschichtsschulbüchern, die also unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben, unterschiedliche Komplexität und auch verstanden werden müssen. Das heißt, Lesen alleine reicht nicht. Man muss die Texte, Schülerinnen und Schüler müssen Texte verstehen können, interpretieren können. Sie müssen sie kontextualisieren und einordnen können. Und das sind Lesekompetenzen, die ja weit über das hinausgehen, was man vielleicht gemeinhin als Lesen mit Lesen verbindet, nämlich dass man Buchstaben aneinander reiht und Sätze bilden kann. Und das Zweite ist, und ich komme gleich auf Ihre Frage, dass die Texte in Schulbüchern und Bildungsmedien didaktisch aufbereitet sind. Das also Texte haben auch didaktische Funktionen in Geschichte, Multiperspektivität oder Kontroversität, die Texte natürlich noch mal komplexer machen. Und wenn ich auf Kontroversität komme, komme ich auch zum Bild von der Welt. Es gibt kein einziges Bild von der Welt. Texte sind interpretierbar, müssen interpretiert werden. Und Schülerinnen und Schülern über Lesekompetenz dazu zu befähigen, auch den anderen zu erkennen, den anderen anzuerkennen, mit dem anderen umzugehen. Und der andere oder das andere kann auch durchaus etwas anderes sein, als man selbst in seiner Lebenserfahrung kennengelernt hat oder was man in Schulbüchern liest. Kinder dazu bewegen, das ist ganz zentral und Schulbücher spielen hier eine entscheidende Rolle. Aber nochmal, dazu muss man lesen können. Und das hängt nicht von der Form des Schulbuches ab, sondern dann von den Kompetenzen, die damit verbunden sind. Und das ist ja auch auf jeden Fall ein reziproker Prozess, Frau Professor Gugulin, das Lesen können auch als auch also eine Grundlage für Alltagstauglichkeit, aber auch um sich zum Beispiel auch als Zuwanderin in neuen Umgebungen zurechtzufinden. Das ist ein Spezialproblem. Also zunächst einmal herzlichen Dank für diese Einladung. Ich finde diese Initiative toll und wir können gar nicht genug von sowas haben. Ich glaube, dass es ein Missverständnis ist, was Naika, deren Integrationsarbeit ich sehr schätze, dass es ein Missverständnis darüber gibt, was Lesen bedeutet. Denn das Medium des Lesens ist immer schon relativ egal und es ist immer schon eine Integrationsaufgabe. Also Lesen muss immer schon Buchstaben, Texte, Bilder und andere Informationen
integrieren. Und das ist es, um was es geht, was die Kinder lernen müssen. Und da ist es wirklich egal, ob die das am Bildschirm lernen oder im Buch. Ich finde auch das Buch vergnüglicher, aber das ist vielleicht eine Altersfrage. Ich glaube, dass es unterschätzt wird, wie hochgradig wichtig Lesefähigkeit ist, um wirklich mit diesen Medien, die uns umgeben, diesen elektronischen Medien auf eine verantwortliche Weise und auf eine selbstbestimmte Weise umzugehen. Also was mache ich, wenn ich in so einen Rechner gehe und bin nicht imstande zu lesen, was die Damen und Herren mir in langen Texten in Bezug auf meine Rechte präsentieren? Was mache ich dann? Dann bin ich sozusagen dieser ganzen Welt ausgeliefert. Darum geht es bei der Lesefähigkeit und nicht ums Bücherlesen. Und das war mir doch jetzt wichtig. Also wir müssen, glaube ich, unterscheiden zwischen alltäglicher Teilhabe an Büchern und anderen vergnüglichen Angelegenheiten und der Fähigkeit, uns in dieser Welt, in der wir leben, zurechtzufinden, zu orientieren, und zwar auf eine selbstbestimmte Weise, sodass ich entscheiden kann, will ich an etwas teilhaben oder nicht. Dafür brauche ich Lesefähigkeit. Und wenn ich jetzt mit mehr als einer Sprache was Kinder mit Migrationshintergrund sehr häufig tun, an dieses Thema herangehe. Ich finde es ja schön, dass Sie in der Anmoderation gesagt haben, Frau Slomka, dass man lange Zeit glaubte, die Kinder mit Migrationshintergrund sind diejenigen, die uns die schlechten Werte verschaffen. Und man stellt allmählich fest, das war ein Irrtum. Tatsächlich ist es ein Irrtum. Für Kinder mit Migrationshintergrund ist nur die Besonderheit gegeben, dass sie möglicherweise in mehr als einer Sprache lesefähig sein sollten, um sich in der Welt zurechtzufinden, in der sie leben. Und die ist eben durch vielleicht mehr als eine Sprache bestimmt. Im Prinzip aber ist diese Aufgabe für Kinder, die einsprachig aufwachsen, ganz ähnlich. Denn ich meine, heute lernen alle Kinder Englisch in der Schule. Und zwar mit der Idee, dass sie sich auch in einer englischsprachigen Welt zurechtfinden. Also sich in einer monolingualen Welt zurechtzufinden, ist überhaupt nicht mehr sozusagen die Praxis, in der wir alle leben. Und die Kinder mit Migrationshintergrund haben eigentlich einen Riesenvorteil. Sie bringen nämlich irgendeine Form von Fähigkeit in einer Sprache, mehr oder weniger, schon mit. Und sie haben das Glück, dass sie auf Deutsch schon lesen lernen. Das heißt, wenn man denen also noch in der weiteren Sprache Lesefähigkeit ermöglicht, muss man eigentlich relativ wenig investieren. Also ich glaube, Lesefähigkeit ist ein großes gesellschaftliches Thema und hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt übermorgen immer noch dieselben Bücher lesen, wie die wir gestern gelesen haben, wo ich die schön finde. Und ich nehme mit, also Mehrsprachigkeit ist per se jetzt nicht das Hindernis. Manchmal dauert es dann ein bisschen länger, wenn ein Kind zwei- oder auch dreisprachig, zum Beispiel in binationalen Familien aufwächst. Aber da würde ich gerne die Frage an Herrn Mentrup reichen. Es kommt schon sehr darauf an, ob man ein Elternhaus hat mit Büchern. Also man kann natürlich sagen, ich habe jetzt ganz viele Bücher zu Hause, meine Kinder lesen trotzdem nicht. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass Elternhäuser, in denen es viele Bücher gibt, ihren Kindern eine andere Unterstützung mitgeben können als Elternhäuser, in denen nicht gelesen wird. Das ist dann auch schwieriger, die Kinder in der Schule zu begleiten. Aber es bedeutet eben auch, dass Lesen gar nicht mit so einem positiven Image von klein auf begleitet wird. Damit sind wir jetzt beim Thema Hindernisse bei der Entwicklung von Lesekompetenz. Herr Mentrup, welche Erfahrungen können Sie dazu beisteuern? Ja, ich denke, das würde ich gerne noch mal ausführen, dass es ja nicht nur um eine Art funktionale Technik geht, um die Umgebung zu verstehen, immer dann, wenn ich mit Schriftlichkeit konfrontiert werde, sondern für die Entwicklung der Kinder ist Lesen natürlich, weil man ja immer vergleichen kann, auch reicht es nicht, einen Film zu gucken, statt das zu lesen. Und ich glaube, jeder von uns weiß, ein Film gucken ist nicht in dem Maße ein aktivierender und ein aktiver und auch gleichzeitig ein selbstwirksamer Vorgang, wie dasselbe über ein Buch oder einen Text zu erleben und da auch hineinzustürzen. Das ist ein Aspekt, den ich ganz wichtig finde. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass sich das Hineinversetzen in eine andere Perspektive über Lesen aus meiner Sicht besser funktioniert als über vieles andere. Auch das Erklären des anderen, der eigenen Perspektive, funktioniert oft nicht so, wie dieses selbstgesteuerte und selbstaktive und auch selbstbestimmte Erlesen anderer Perspektiven. Und insofern ist das von eminenter Bedeutung. Und Sie haben natürlich recht, Kinder lernen ja nicht, weil sie irgendwann gesagt kriegen, du musst lesen lernen, weil das wichtig ist, sondern Kinder lernen aus dem Vorbild der Eltern, aus dem kulturellen Zusammenleben in der Familie.
und sie lernen aus der Peer Group. Und da kommt es eben dann darauf an, ob es solche Gelegenheiten gibt, Lesen als vor allem auch beziehungsaufbauendes und beziehungsgestaltendes Element kennenzulernen, wie das eben in Elternhäusern ist, in denen vorgelesen wird, in denen auch Bücher sind. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu erreichen. Und da, wo das die Eltern nicht bieten können oder auch die Nachbarschaft nicht oder wer auch immer, da sollte eben möglichst schnell über Bibliotheken, über die Kindertagesstätte und über andere Angebote genau. ein solches Angebot gemacht werden. Also da, wo man dann ansetzen kann, dazu kommen wir noch. Lassen Sie uns noch ein bisschen bei den Hindernissen bleiben, bei den Barrieren, die möglicherweise in der Entwicklung von Lesekompetenz entgegenstehen. Frau Professor Steinhardt, was können Sie da aus der empirischen Forschung beitragen? Ja, also auch erstmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank für diesen Lesepakt. Ich glaube, er ist deshalb auch so wichtig, weil er sozusagen nochmal deutlich kommuniziert, wie wichtig das Lesen ist insgesamt. Und zwar, und dass wir uns auch alle daran beteiligen müssen, dass Kinder und Jugendliche lesen, dass sie lesen lernen erstmal und dass sie eine Lesekompetenz entwickeln. Und Lesekompetenz ist ja tatsächlich, ich glaube, Herr Fuchs hat es auch gesagt, es geht tatsächlich ums Leseverstehen. Also man soll in die Lage versetzt werden, Texte lesend zu verstehen, ob jetzt ein Buch oder im Internet, wenn man sich Informationen raussucht oder wo auch immer. Ich glaube, also wir müssen auch wegkommen sozusagen von dieser Idee, dass Lesen gleich Romanlesen ist, sondern es ist sehr, sehr, sehr viel breiter. Aber was mich manchmal, also was ich manchmal schwierig finde, ist, wir gehen immer sozusagen davon aus, dass die Schüler schon das technische Lesen beherrschen. Und ich glaube, das war auch mit einer Erkenntnis der ersten PISA-Studie, dass das eben oft nicht der Fall ist. Also früher sind wir sozusagen davon ausgegangen, Kinder, die die Grundschule durchlaufen haben, die können technisch lesen. Und dann können sie sozusagen lesen nutzen, um sich Wissen anzueignen. Und das stimmt eben oft nicht. Auch in der Sekundarstufe 1 haben die Kinder, die Jugendlichen oft noch Schwierigkeiten tatsächlich zu lesen, Leseflüssigkeit. Und da wird es dann auch schwierig sozusagen, da muss man sehr viel systematischer dann fördern und da muss man tatsächlich auch trainieren. Ich fand es sehr beeindruckend, den kleinen Jungen, der am Schluss sagt, wenn man es macht, kommt es auch. Man muss es machen und man muss es angeleitet machen und tatsächlich Leseflüssigkeit zu erwerben, also wirklich akkurat, automatisiert, schnell, sinnentnehmend zu lesen, das muss trainiert werden. Das ist richtiges Training. Ich würde auch sagen, Erfolg macht erfolgreich. Das gilt auch für das Lernen von Lesen. Was auch die Mitarbeiterin von der Arbeiterwohlfahrt vorhin in dem Film ja auch sagte, Kinder kommen zum Teil ohne Wortschatz. Auch das lässt sich ja empirisch zeigen. Ich glaube, ich habe eine Zahl gelesen, 20% aller Grundschulkinder können am Ende der vierten Klasse eigentlich noch nicht lesen, wenn sie in die weiterführenden Schulen sollen. Was auch eine eigentlich bedrückende Zahl ist, wie ich finde. Frau Professor Gogolin, da kommt hinzu, dass Schulklassen immer heterogener werden. Also heterogener von den Elternhäusern, heterogener von den Sprachräumen, aus denen man kommt. Wie schwierig ist es, das hier auch Benachteiligungen, die eventuell im Elternhaus zu finden sind, aufzuholen? Also die Heterogenität an sich ist wahrscheinlich kein Nachteil. Es kommt darauf an, was die Heterogenität ausmacht. Also Kinder, die aus einem Elternhaus kommen, in dem eben all das, was wir so schön beschrieben haben, nicht unterstützt wird. Wenn eine Klasse aus vielen solchen Kindern zusammengesetzt ist, habe ich ganz andere Schwierigkeiten zu bewältigen, als wenn eine Klasse heterogen ist, in dem sie alle aus Diplomatenfamilien hier an der Alster leben. Die sprachliche Heterogenität hat eine Schwierigkeit, bringt eine Schwierigkeit mit sich, die daher rührt, dass die Kinder lesen lernen auf der Basis ihrer Spracherfahrung und auf der Basis ihres sprachlichen Könnens und Wissens. Und wenn die zweisprachig leben in der Familie, dann ist das eben eine Kombination von mehr als einer Sprache. Und das ist die Erfahrung, die sie an das Neue, also an das Lesenlernen heranbringen. Und wenn diese Erfahrung nicht aufgegriffen wird, sondern sozusagen ein Teil dieser Erfahrung ausgeschlossen wird von den weiteren wirklich ziemlich komplizierten Prozessen beim Lesenlernen, dann ist das nicht gut für Kinder, die sozusagen ja eigentlich motiviert sein werden sollen durch den Unterricht. Also schon die Vorstellung, man schließt die Sprache der Familie von Kindern aus dem Diskurs in der Tageseinrichtungen oder in der Schule. Das kann durchaus
sehr negative Konsequenzen mit sich bringen auf der Ebene der Emotionen, des Selbstverständnisses, des Gefühls, das ich mir gegenüber als erfolgreiche Sprecherin oder Sprecher habe, bis hin zu solchen physiologischen Fragen, wie dass Kinder, die mehrsprachig leben, möglicherweise eine andere Beziehung herstellen zwischen Laut und Zeichen als Kinder, die in anderen Sprachen leben. Ich mache mal so ein hübsches Beispiel, weiß jetzt nicht genau in der versammelten Mannschaft, wer hier, schreiben Sie mal alle fix das Wort Kirmese. Welches Wort? Ja, Kirmese. Kirmese. Ich habe das ganz schön ausgesprochen. Kirmese heißt das Wort. Und das ist natürlich, das ist ein türkisches Wort, heißt Rot. Wenn ich weiß, wie das geschrieben wird, dann höre ich auch, wie das geschrieben wird. Ja, das stimmt. Aber wenn ich das nicht weiß, also ich muss dahin geführt werden, durch Lesen lernen, dass ich das auch hören kann, was geschrieben wird. Und das ist ein schwieriger Prozess, der sozusagen aufruhen muss auf den Erfahrungen, die die Kinder mitbringen. Und ich glaube, an der Stelle haben wir versäumt, das nachzuholen. Frau Vorotan, ist das ein Bereich, diese Sprachbarrieren, die dann verhindern, auch dass Kinder zum Teil von Eltern unterstützt werden können, der Sie in der Migrationsforschung auch bewegt? Jetzt unabhängig von der Frage, ob man jetzt Bücher lesen für das Thema noch heute hält oder nicht? Naja, tatsächlich haben wir ja hier in der Runde nochmal festgehalten, Lesefähigkeit ist das eine und Lesekompetenz. Und das andere ist meiner Meinung nach das, was der Kollege Jakobs angesprochen hat, Immersion, weil dieses sich in jemanden hineinversetzen, dieses sich in etwas zu versenken, dafür gibt es natürlich auch andere Tools. Die ganzen Videospiele, in denen die Kinder Avatare sind, da versetzen sie sich auch in ganz andere Welten hinein und können die auch durchweg durchleben. Aber die Frage der Sprachkompetenz und vor allen Dingen die Hybridisierung von Lebenswelten und auch dementsprechend die Hybridisierung von Sprache, das ist ja auch das, worauf Ingrid Gogolin gerade hingewiesen hat, ist tatsächlich etwas, was unsere Gesellschaft verändern wird. Wir erleben, dass in Deutschland immer noch sehr stark auf Sprachfinessen geachtet wird. Ein kleiner Artikelfehler führt schon dazu, dass eine Person als ausländisch oder nicht zugehörig sofort markiert und erkannt wird, wohingegen wir im US-amerikanischen Raum wissen, man kann auch Außenminister werden mit dem schlechtesten deutschen Akzent, den es gibt, denken Sie an Kissinger. Da sind wir noch sehr weit von entfernt. Und die Frage des Sprachpurismus, der sich auch letztlich mit der Idee von Lesefähigkeit in einer puren, reinen Form möglicherweise verbindet. Ich glaube, das sind so die Zeiten, durch die wir gerade durchgehen, in denen wir erkennen, da verändert sich etwas. Und möglicherweise hat das auch einen Einfluss auf die Frage von Lesekompetenz. Das heißt, wenn ich Sprachen in unterschiedlichen Codes spreche, das sind Computercodes, das sind WhatsApp-Chats, Twitter-Codes und so weiter, dann klingen die möglicherweise für uns als nicht lesekompetent, sind aber schon längst auf einer anderen Dimension von Sprachlichkeit angekommen. Und da können viele Familien im Moment nicht mehr mitgehen, egal wie gebildet sie sind. Wenn es um die Fragen von Jugendsprache, Jugendcodes, Computer und Technik geht, sehen wir alle alt aus. Egal, wenn man Migrationshintergrund oder nicht, das ist das, was ich dazu sage. Das stimmt, das sind natürlich auch immer verschiedene Peergroups, die ihre eigene Sprache haben und sich damit auch abgrenzen und miteinander finden. Ich glaube, das kennen wir aus ganz vielen Lebensbereichen. Aber wenn jetzt nochmal an das Frühkindliche, die frühkindliche Bedeutung von Lesen denke, Herr Professor Jakobs, wenn Kindern wenig vorgelesen wird, hat das messbare oder zumindest für Wissenschaftler feststellbare kognitive Folgen? Ihr Mikro ist auch noch aus. Herr Professor Jakobs, wir können Sie leider noch nicht hören. Entschuldigung, kein ich Problem. Sagte, dass das die Frage Frau Ehm ich Ihnen später sicher besser beantworten kann als ich, weil diese Vorlesestudien sind ja der Stiftung Lesen, die sind ja ein Riesenerfolg. Da möchte ich auch nicht vorgreifen. Ich möchte allerdings, ohne etwas herabwürdigen zu wollen, sagen, dass vom Vorlesen allein Kinder nicht lesen lernen. Frau Stannert hat das angedeutet und viele Bildungspolitikerinnen in Frankreich und Deutschland haben es leider immer noch nicht begriffen. Im Gegensatz zu sprechen, ja, ist Lesen nicht angeboren. Es ist ein komplett unnatürlicher Vorgang, für den unser Gehirn evolutionär nicht ausgestattet ist. Das ist der Grund, warum viele, ja, Abermillionen Menschen viele Jahre
systematisch trainiert werden müssen, um diese Fähigkeiten, die multiplen phonologische Rekodierung als nur eine zu erwähnende, um dies zu erlernen. Und das ist der Risikofaktor Nummer eins. Im Gegensatz zu Frankreich, ja, hat die Bundesbildungspolitik dazu geführt, dass man in den Kitas nicht alphabetisieren muss, ja, und in vielen Kitas ist gar nicht man will das nicht. Ja. Zweitens, die Lehrmittelfreiheit in Deutschland hat die tollsten Blüten getrieben, genauso wie diese irrsinnige Auffassung, ja, dass Kinder irgendwann von alleine lesen lernen, ja, wenn man nur geduldig genug wartet. Ich habe mit verschiedenen Bundesbildungsministerinnen dies über die Jahrzehnte hinweg diskutiert und ich kann mich nur wundern, dass das offenbar immer noch nicht angekommen Ja, auf jeden Fall fand ich es ist. auch interessant zu sagen, dass Lesen ja, eigentlich der Mensch fürs Lesen nicht vorbereitet ist. Es gibt ja auch, Ja, gar habe ich nicht. gesehen, Überlegungen oder Erkenntnisse, dass auch dieser funktionale Analphabetismus, dass der gegebenenfalls auch wirklich neurobiologische Ursachen hat. Also, dass man da auch etwas messen kann, dass Leute schlechter hören oder Silben schlechter unterscheiden können. Diese Leseschwäche eigentlich dazu führt, dass man später so sich so schwer damit tut. Aber da Sie Frau Professor Steinhardt ansprachen, Stichwort Qualität im Bildungswesen, Frau Steinhardt, möchte Sie dazu sich dann auch noch mal äußern zu diesem Thema, auch mit der Qualifikation von Pädagogen in dem Bereich? Ja, ich glaube, das, was Arthur Jakob sagt, ist so immens wichtig. Und wir setzen häufig in den Diskussionen, gehen wir davon aus, dass die Kinder wirklich schon flüssig lesen können und dass wir sie nur motivieren müssen, mehr zu lesen. Aber für diese Kinder ist es Lesen aversiv. Ja, sie kommen nicht voran, es zieht sich, es schleppt sich. Und um diese Kinder und Jugendlichen müssen wir uns wirklich verstärkt kümmern. Und eben nicht, indem wir nur lange Lesenächte machen in der Bibliothek. Das ist für die nicht motivierend, sondern im Gegenteil. Und ich glaube auch, dass wir wirklich, also wir wissen eben aus der Forschung auch, je früher man interveniert, desto besser und also desto größer sind die Effekte. Und deshalb glaube ich auch, dass man den Elementarbereich, die Kita, stärker nutzen muss, um wirklich die Kinder auch vorzubereiten. Das ist immer ganz schwierig, wenn man das bei uns im Kita-Bereich sagt, weil die Kita ist natürlich nicht nur da für die Vorbereitung auf die Schule, aber ich glaube, wir müssen doch die Lerngelegenheiten dort noch systematischer anlegen, damit tatsächlich die Kompetenzen, die sogenannten Vorläuferkompetenzen für das Lesen besser gefördert werden. Da passiert auch schon einiges, aber das muss noch systematischer erfolgen und solche Dinge wie dialogisches Lesen, beispielsweise wirklich angeleitetes Bilderbuchlesen, und auch Wortschatzförderung, phonologische Förderung, das müssen wir verstärkt angehen, damit wir eben die Kinder besser vorbereiten auf dann das Lesen in der Schule. Damit haben Sie jetzt eigentlich schon die Überleitung gemacht zu unserem dritten Block, nämlich wo genau müssen wir ansetzen? Sie sprachen jetzt über Kitas. Wie wichtig ist in dem Bereich auch in Familienangebote zu machen, also in der Familie schon zu fördern und es jetzt nicht nur dem institutionellen Bereich zu überlassen? Frau Standard? Auch an mich? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Man kommt natürlich, es ist nicht so leicht, an die Eltern ranzukommen. Also der Bund hat ja dieses Lesestartpaket, wo Bücher sozusagen rausgegeben werden. Mir ist noch nicht ganz klar, wie wirksam das eigentlich ist, wie viele dieser Bücher dann tatsächlich auch genutzt werden oder möglicherweise ja, sonst wo verschwinden. Das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, aber deshalb finde ich auch so ein Programm gut, nochmal deutlich zu machen, wie wichtig es ist und dass vorgelesen werden soll, egal in welcher Sprache. Ich glaube, das ist auch immens wichtig. Denn Konzeptentwicklung, also ob ich das Konzept des Dreiecks jetzt auf Türkisch erwerbe oder auf Deutsch, das ist erstmal egal, weil das Lesen ist sozusagen ist einmal die Technik des Lesens, aber zum anderen ist es ja vor allem auch da, um Konzepte zu erwerben, um Begrifflichkeiten zu erwerben, also Ideen zu erwerben, Konzepte und dann später ein anderes Wort dran zu kleben an das Dreieck, das ist dann nicht ganz so schwierig. Aber Vorlesen, das ist sozusagen das Wichtigste, die Eltern noch mehr zu animieren, wirklich intensiv vorzulesen. Herr Professor Fuchs, welche Rolle spielen dabei auch Lehrmaterialien, dass die auch auf unterschiedliche kulturelle, sprachliche Hintergründe Rücksicht nehmen? Ich sage mal banal, immer nur Geschichten über Familie Müller oder Familie Schmitz, die können es dann da nicht sein.
Herr Professor Fuchs, Sie müssen noch mal Mikro an, genau. Entschuldigung, das vergisst man dann in der Aufregung am Ende doch immer, die Stummschaltung auszuschalten. Ja, wir haben ja schon über ganz verschiedene Textgattungen hier diskutiert, die ihre Codes haben, die man auch kennen und entschlüsseln muss, um die Texte zu verstehen. Ich würde jetzt behaupten, dass Schulbücher auch diese Codes haben und würde als These in den Raum stellen, wenn wir jetzt ein Lehrbuch der 11. Klasse lesen müssten, würden wir wahrscheinlich auch nicht alles verstehen. Was ich damit meine, ist, dass Bildungsmedien und Schulbücher in der Tat hier auch vor großen Herausforderungen stehen. Ich will das erstens zum einen, weil die Textgattung im Schulbuch eine vielfältige Funktion hat. Also es geht ja darum, das Wissen zu strukturieren, es geht darum, Fachwissen zu repräsentieren, man muss Schülerinnen und Schüler motivieren und man muss die Lernprozesse über die Texte steuern. Was bedeutet das aber für die Texte selbst? A, wir finden in Schulbüchern keine Narration. Also zum Vergleich zu der Textgattung Schulbuch, zu einem normalen Schulbuch, ich habe einen Anfang, ich habe eine Story, eine Geschichte, die wird von Anfang bis Ende erzählt. Das ist in Schulbüchern in Texten unterbrochen und dann natürlich ganz, ganz schwierig, sozusagen Schülerinnen und Schülern sozusagen die Zusammenhänge ganz unterschiedlicher Texte verständlich zu machen. Balancewissenschaftliche Sprache, das zielt auf Ihre Frage ab, oder Balance der Sprache, der Sprachrepräsentation. Schulbücher sollen ja Fachwissen darlegen, da präsentieren, Wissen, das sozusagen ausgehandelt worden ist in gesellschaftlichen Prozessen. Auf der einen Seite, und dann haben wir aber die Alltagssprache, andere Codes, wie Frau Frutania vorhin schon erwähnt hat. Und wie kriegt man das sozusagen sprachlich in Schulbüchern rein, dass sie die Schülerinnen und Schüler nicht nur ansprechen, sondern dass sie Texte am Ende verstehen? Wie gehe ich mit unterschiedlichen Bedeutungsebenen von Texten um? Geschichtsschulbücher, also mein Lieblingsbeispiel. Wir haben Begriffe wie Kolonialismus, wir haben Revolution, in Politikschulbüchern haben wir Migration, wir haben Okkupation, zahllose Begriffe, die unterschiedliche Sinngehalte haben. Und wie bringt man Schülerinnen und Schülern dann auch bei, dass sie diese unterschiedlichen Sinngehalte verstehen, interpretieren und einordnen können? Und das sozusagen in einer Gesellschaft, die sozusagen tatsächlich sehr, sehr facettenreich ist. Und wenn man das international vergleicht, wir haben gerade vier Bände eines gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichtsbuchs herausgebracht, wo lange, lange Diskussionen zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Fachdidaktikerinnen, Schulbuchautorinnen, Lehrerinnen und Lehrern stattgefunden haben, wie man sprachlich komplexe Sachverhalte vermittelt. Und der letzte Punkt, der sicher noch eine große Herausforderung ist, wie differenziert man? Also wir haben Schulbücher, die haben eine Textform oder Textformen, die für alle Schülerinnen und Schüler erstmal gleich sind, unabhängig von den Lesekompetenzen, die sie mitbringen, wie man das in Schulbüchern und Bildungsmedien, wie gesagt, das ist völlig unabhängig davon, ob sie analog oder digital genutzt werden, wie man das verständlich auch in Schulbüchern sprachlich ausdrücken kann, ist eine riesengroße Herausforderung. Also da gibt es kognitive Erwartungen, die umgesetzt werden müssen und dann natürlich auch reduktive, wo es um Sinnzusammenhänge und andere Fragen geht. Ja, meine Frage zielt hier auch nochmal darauf ab, wenn ich jetzt auch an Kinderbücher, also an Schulbücher in einem relativ frühen Phase denke, dass man eben auch Lebenswelten unterschiedlich abbildet. Also ich kann mich an meine Grundschulzeit erinnern, das war immer der Vater geht arbeiten und die Mutter steht in der Küche. Ja? Und das ist meine Jugend und Kindheit gewesen. Das würde man heute hoffentlich in Schulbüchern so schon nicht mehr machen. Und es sollte doch auch bei der Auswahl von Namen, darum sagte ich Schmitz und Müller, man würde sich ja auch wünschen, dass da selbstverständlich auch ein Mehmet und eine Aische und ein Murat und ein John und ein Darius und sonst wie auftauchen, und zwar nicht in einem bestimmten Kontext, sondern ganz selbstverständlich einfach auftauchen. Frau Slomka, da haben Sie recht. Und da kann man in den letzten Jahrzehnten oder also wirklich auch eine sehr, sehr positive Entwicklung in den Schulbüchern selbst nachvollziehen und sehen. Wir haben zahlreiche Forschungen auch dazu gemacht, wie Geschlechter, Migration und andere Dinge in Schulbüchern abgebildet werden. Und da kann man sicher, nichts ist perfekt, aber doch ein sehr, sehr positives Bild zeichnen, dass die Vielfalt, die sich in unserer Gesellschaft abbildet, in den Zusammenhängen, die Sie auch gerade geschildert haben, Frau Slomka, die findet man im Großteil der Schulbücher wieder. Wir zeichnen auch jedes Jahr gute und beste Schulbücher aus und achten natürlich besonders darauf. Also da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel entwickelt, ohne dass alles perfekt ist. Aber die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft, die sieht man in Abbildungen und in Texten inzwischen auch in Schulbüchern. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und nicht nur mit Schulbüchern, sondern allgemein mit Bildungsstrategien. Frau Professor Gogolin, die Frage würde ich gerne an Sie richten. Wie kann man da auf verschiedene Zielgruppenbedürfnisse sich einstellen? Wie hat man sich das in Bildungsstrategien vorzustellen? Also ich glaube, wir brauchen eine dreigeteilte Strategie. Wir haben im Moment
Eine wunderbare Beteiligung von Ehrenamt, von Unterstützern. Wir haben das vorhin gehört, was toll, was Bibliotheken machen und so weiter mit Lesen, Leseförderung und ähnlichen Angeboten. Das ist eine wichtige Strategie. Dann haben wir die Schule, die hoffentlich dann auch wichtige Strategien demnächst besser etabliert. Und was wir haben, was wir nicht haben, ist ein Missing Link. Es gibt Kinder, die zu bestimmten Zeiten bestimmte Bedarfe haben, die können weder durch die Person, die freiwillig mit ihnen einen erfreulichen Nachmittag vollbringt, noch durch die Person, die im Unterricht mit der ganzen Heterogenität zurechtkommen muss, bewältigt werden. Ich meine, ein Missing Link ist etwas, was wir in Deutschland nicht haben, aber in vielen anderen Staaten, also in England beispielsweise, in den USA, und da gibt es hervorragende Ergebnisse. Das sind eben systematische Tutoren- oder Mentorensysteme, in denen eben ausgebildete Leute, also Leute, die wissen, was sie tun, die kontinuierlich mitwirken und die mit der Schule kooperieren, eingesetzt werden. Also etwas zwischen den Institutionen, was wir in, wozu wir in Deutschland keine Tradition haben. Also wir haben jetzt Mentoring-Systeme, erste, und natürlich haben wir dieses ganze Feld der privaten Unterstützung, aber das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, das ist, muss etwas sein, was in Kooperation zwischen den Bildungsanbietern gemacht werden muss. Denn diese Verfahren, die sind nach den Studien, die wir dazu durchgeführt haben, nur dann wirklich erfolgreich, wenn sie kontinuierlich sind, wenn die Partnerschaften zwischen Kindern und diesen Mittlern kontinuierlich über längere Zeit sind, wenn die zu tun haben auch mit Evaluation der Fortschritte, also wenn die Kinder eben sozusagen zielgenau auf das hin, was sie benötigen, betreut werden und so weiter. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, dass diese Lesekampagne so stark auf die Eltern setzt, weil wir wissen alle, Eltern sind wichtig, aber wir wissen auch alle, wir können uns die Eltern nicht aussuchen. Also wir werden da in etwas hineingeboren, was eben so ist, wie es ist. Gerade es gibt genügend Konstellationen, in denen muss man Möglichkeiten schaffen, dass die Eltern auch ergänzt werden in dieser Hinsicht. Und ich meine, das muss systematischer passieren. Unbedingt. Und jetzt ist es ganz bitter schade, dass Herr Dr. Mentrup ein Internetproblem hat, ein Netzproblem und darum nicht mehr bei uns ist. Denn er wäre jetzt eigentlich an der Stelle genau der Richtige gewesen, um zu erklären, wie man Leseräume und Leseanlässe schaffen kann. Also dann eben auch außerhalb des Elternhauses, außerhalb der Schule mit Bibliotheken, die eben sich nicht nur an Bildungseliten wenden und wo die Kinder aus Akademikerhäusern hingehen und sich ihre 10 Bücher abholen und nach Hause bringen, sondern dass da richtig Stadtteilarbeit mitgemacht werden kann und auch mit digitalen Medien. Ich hab mal einen Fernsehbericht gesehen über eine Bibliothek in Köln-Kalk. Als Kölnerin weiß ich, was Kalk für ein Stadtbezirk ist und wo eben auch allein dadurch, dass dort Laptops und Ähnliches vorhanden sind, Jugendliche in die Bibliotheken reingeholt worden und dann auch zu Veranstaltungen angesprochen und animiert worden. Da gibt es tolle Sachen, aber Herr Dr. Mentrup kann die uns jetzt leider selber nicht erzählen. Ich hoffe, ich habe ihn ein bisschen an dieser Stelle vertreten können. Ich nehme aus dieser Runde vor allem auch mit, Lesen ist nicht gleich Texte verstehen. Und Lesen als im Sinne von Textverständnis ist auch ein Instrument der Selbstermächtigung und ein selbstwirksamer Vorgang. Das fand ich einen ganz wichtigen Satz, der eben auch zeigt, was dieses Lesen und Sprache und Texte mit unserem Kopf machen und auch mit unserem Ich und unserem Selbstbewusstsein auch. Ich möchte Ihnen allen Sechsen ganz herzlich danken, dass Sie Ihre Expertise, Ihre Erfahrungen hier haben teilhaben lassen. Ich weiß, das ist dann immer sehr kurz. Man müsste das eigentlich viel differenzierter noch erklären und miteinander diskutieren, was natürlich in so einer Videokonferenz auch noch mal ein bisschen schwieriger ist, als wenn wir ja alle in einer großen Runde sitzen würden. Aber ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen eben dazu, wo wir ansetzen können, wo Ursachen liegen und welche Bedeutung eben auch noch Mehrsprachigkeit haben kann, auch als ein Gewinn und ein Reichtum, den Kinder auch mit in unsere Gesellschaft bringen, wenn sie mehrsprachig aufwachsen. Und insofern erstmal an dieser Stelle an Sie alle vielen Dank und noch einen schönen restlichen Tag. Danke Ihnen. So, wir wollen uns jetzt angucken, wie man wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis umsetzen kann. Also auch Stichwort, wo kann man ansetzen innerhalb dieses nationalen Lesepakts? Schauen uns 4 Beispiele guter Praxis an, also Projekte, die ganz exemplarisch für gelungene Leseförderung stehen, und fangen an, jeweils mit einem kleinen Film und dann auch einem Gespräch.
und fangen an mit einem Projekt des Bundesverbands Leseförderung und schauen uns da zuerst einen kleinen Beitrag an. Der Bundesverband Leseförderung arbeitet seit 12 Jahren unter der Prämisse, dass die Wirksamkeit lesefördernder Maßnahmen nur so gut sein kann wie ihre Vermittler oder Vermittlerinnen. Leseförderung ist ein täglicher, vielschichtiger Prozess, der am besten in einem co-konstruktiven Setting funktioniert. Und deshalb haben wir mit dem Curriculum Lese- und Literaturpädagogik ein Instrument entwickelt, was die Professionalität der Vermittler und Vermittlerinnen garantiert. Lese- und Literaturpädagoginnen decken das Potenzial von Kinder- und Jugendliteratur auf. Sie setzen ein Spektrum an Methoden zur ästhetischen und kreativen Literaturvermittlung ein. Literaturpädagogisches Handeln heißt, dass Kinder durch visuelle, darstellende, spielende oder handelnde Erschließung ein tiefes Verhältnis zum Text entwickeln. Was wäre, wenn in der Kita Sprachförderung mit dem Bilderbuch altersintegriert und spielerisch gelänge? Was wäre, wenn in der Grundschule Lesetechniken und digitales Lernen auch sinnlich vermittelt würden und zum Lesegenuss würden? Was wäre, wenn zu Beginn der Sekundarstufe alle Kinder die Lesetechnik beherrschten, Leseverständnis besäßen und mitfühlend lesen könnten? Was wäre, wenn alle jungen Menschen mit den Protagonisten aus aktueller Jugendliteratur die globalen Herausforderungen unserer Zeit besser verstehen könnten? Was wäre, wenn die gesellschaftliche Wertschätzung von Lesen und Literatur überall im öffentlichen Raum sichtbar wäre und in allen Kommunen und Schulbibliotheken Lese- und Literaturpädagogen etabliert würden? Dann wäre die Lesekompetenz unserer Kinder und Jugendlichen nicht mehr besorgniserregend. Denn dann gäbe es genügend Lese- und Literaturpädagoginnen und Pädagogen, um in der postpandemischen Zeit mitzuhelfen, Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen. Damit dies keine Vision bleibt, fordert der Bundesverband Leseförderung eine bundesweite Verankerung der Lese- und Literaturpädagogik in allen schulischen und außerschulischen Bildungsinstitutionen. Begleiten Sie uns auf diesem Weg. Und die Vorsitzende Manuela Hanschel vom Bundesverband Leseförderung ist uns jetzt, hoffe ich mal, einfach zugeschaltet. Frau Hanschel? Ja. Ah, ich kann Sie noch nicht sehen. Ich habe Sie hier leider auf dem Monitor nicht. Doch, jetzt habe ich Sie. Da sehen wir Sie wieder. Begrüße Sie sehr herzlich. Ja, herzlich willkommen. Ja, Sie sprachen das gerade in Ihrem Film an, auch immer unter diesem Was wäre, wenn? Da steckt viel Vision dahinter. Das heißt, im Moment hapert es noch an genügend Literaturpädagogen. Ja, so ist es. Und im Prinzip ist es ja so, ich habe das jetzt natürlich alles verfolgt hier, dass was sichtbar ist, ist, dass es sehr komplex ist, Lesen zu lernen, und noch komplexer ist die Leseförderung. Und ja, und dass die Les- und Literaturpädagogik im Prinzip genau das schon bietet. Also wir haben kontinuierliche, systematische, auf Grundlage, wie ich es ja auch schon erklärt habe in dem Video, eine Ausbildung ermöglicht. Aber es gibt noch zu wenig, denn unsere Vision in allen Kitas, also außerschulisch, schulisch, überall, an den Schnittstellen Literaturpädagogen und Literaturpädagoginnen zu etablieren, das ist leider noch eine Vision, ja. Was sind denn typische Arbeitsfelder für Literaturpädagogen? Also vorhin hat ja Darius Schramm schon gesagt, also Schulbibliotheken natürlich, und eine Schulbibliothek ist eben mehr als nur ein Raum mit Büchern, und die lebt. Und Literaturpädagogen, die eben diese qualitative Ausbildung genossen haben, die können auf allen Bereichen, also alles, wie es hier schon angesprochen ist, sehr, sehr differenziert arbeiten. Oder aber es gibt Literaturpädagogen, die eigentlich Buchhändler sind und sich der neuen Aufgabe, wie es ja auch schon längst vorhin benannt wurde, der Vermittlung widmen und einfach ein bisschen mehr Rüstzeug brauchen, um zu sagen, ich brauche mehr Know-how in der Vermittlung, weil wenn die Kinder nicht lesen wollen, muss ich sie motivieren, lesen zu wollen. Also zum Beispiel auch mit so spielerischen, haptischen Methoden, wie wir sie auch in dem Film schon gesehen haben. Ja, genau.
Wir sind ja so eine Schnittstelle, literaturpädagogische Arbeit ist eben theaterpädagogische Arbeit. Es ist das gesamte Feld der Erlebnispädagogik, der Spielpädagogik ist damit integriert. Und welche Hoffnungen und Erwartungen verbinden Sie jetzt auch für diesen speziellen Bereich Literaturpädagogik mit dem nationalen Lesepakt, den wir ja heute auf den Weg bringen wollen? Ja, also erstmal ist es toll, dass wir überhaupt hier aufschlagen dürfen, um zu zeigen, dass es die Literaturpädagogik gibt. Denn das ist ja eigentlich das, was man schon längst sucht, also eine kontinuierliche, systematische und professionelle Leseförderung. Und was ich mir wünsche, ist natürlich eine politisch und gesellschaftliche Lobby für die Lese- und Literaturpädagogik. Denn dann wären alle diese Was-wären-wenn-Fragen, die wir ja im Film gesehen haben, ein Wegbereiter und diesen Schlüssel, von dem man ja gesprochen hat, den Schlüssel, um Leseförderung qualitativ zu einem guten Ziel zu führen, ja, der wäre dann gefunden. Frau Hanschel, danke Ihnen und weiterhin viel Erfolg für die Literaturpädagogen und für die Arbeit, die Sie Danke. leisten. Das nächste Projekt, über das wir reden wollen, da begrüße ich sehr herzlich Professor Simone Emich. Sie leitet das Institut für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen. Herzlich willkommen, Frau Professor Emich. Und das Thema, über das wir reden wollen, ist REACH. Das ist eine Abkürzung für ein Projekt, bei dem es darum geht, junge Erwachsene mit geringer Lesekompetenz zu erreichen. Also auch Menschen wie den, ich glaube, End-30er Martin, den wir vorhin in einem unserer Filmbeiträge gesehen haben. Und ich möchte auch gerne noch mal die Zahlen nennen. Also über 6 Millionen Menschen hierzulande können nicht lesen, kaum oder sogar gar nicht. Über 6 Millionen, das ist eine unfassbar große Zahl. Da gibt es unterschiedlichste Ursachen für, auch manche, die jetzt erst erforscht werden. Und wir haben eine nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 2016 auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt Halbzeit. Frau Professor Emich, was können Sie uns zu dieser Halbzeit von diesem Alphabetisierungspakt, den es ja auch schon gab, sagen? Ja, vielen Dank, Frau Slomka. Die Alpha-Dekade nimmt genau diese hochgerechnet mehr als 6 Millionen Erwachsenen in den Blick, die nicht gut lesen und schreiben können. Das sind Menschen, die es nie richtig gelernt haben, aus Gründen, die schon heute diskutiert wurden, die es wieder verlernt haben, weil sie die Praxis, das Training nicht hatten, von dem Frau Starnert vorhin gesprochen hatte. Und es sind vor allem Menschen, die damit in ihren Lebenswelten ganz massive Probleme haben, in ihrer beruflichen Entwicklung, in ihrem privaten und familiären Umfeld, auch in der Nutzung digitaler Medien. Und das ist ein starker Motor der Dekade. Die Dekade setzt genau in diesen Lebenswelten an. Das tut sie seit 5 Jahren. Das tut sie sehr erfolgreich mit Maßnahmen, die dort entwickelt und umgesetzt werden. Das sind zum Teil Lernangebote. Aber bevor ein Erwachsener ein Lernangebot wahrnimmt, ist es oft ein langer Weg zwischen der sehr sensiblen Ansprache, die da häufig notwendig ist, ja, dem Wecken eines Wunsches, überhaupt etwas zu verändern und dann auch die Motivation zu entwickeln, tatsächlich ein Lernangebot wahrzunehmen. Und hier setzt unser REACH-Ansatz an, dass wir Wege der Ansprache suchen, dass wir Möglichkeiten suchen, zu motivieren, einen Wunsch zu entwickeln, besser lesen und schreiben zu können, um in dieser komplexen Welt sich einfach besser orientieren zu können. Und damit stehen wir stellvertretend für das, was seit 5 Jahren und auch in den nächsten 5 Jahren in der Dekade passiert. Also es geht ganz stark darum, auch für das Thema zu sensibilisieren und die Betroffenen sozusagen dafür zu öffnen, dass sie sagen, ich habe hier wirklich ein Problem und das ist aber auch keine Schande. Und da kann man etwas dran machen. Mit REACH konzentrieren Sie sich ja auf jüngere Erwachsene, also bis 35. Gibt es da einen Grund für, warum man sich dann dort eben auf diesen Bereich konzentriert? Ja, ganz wichtig, wir konzentrieren uns auf diese Gruppe, wir priorisieren sie damit aber nicht. Es muss möglich sein, über die gesamte Lebensspanne auch als Erwachsener und Erwachsene noch besser lesen und schreiben zu lernen. Wir betrachten bei REACH vor allem junge Erwachsene, weil sie allein zeitlich gesehen eine sehr, sehr nachhaltig von besseren Lese- und Schreibkompetenzen profitieren können, für eine grundständige Berufsausbildung zum Beispiel, für die Entwicklung ihrer persönlichen Potenziale. Aber, und das ist ein entscheidender Grund, junge Erwachsene sind häufig auch junge Eltern. Und Eltern, die gut lesen und schreiben können,
sind besser in der Lage, ihren Kindern genau die Impulse zu geben, die sie brauchen für eine gute Sprachentwicklung, dafür, dass Lesen in ihrem Leben einen Platz findet und verankert wird, also aus einem Bilderbuch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte vorlesen, später bei den Hausaufgaben helfen zu können. Das sind Dinge, die wir ermöglichen wollen. Wenn wir bei den jungen Erwachsenen ansetzen und hier motivieren, besser lesen und schreiben zu lernen, dann tun wir etwas gegen das Nachwachsen des Problems. Wir sorgen dafür, dass der Kreislauf aus Bildungsherkunft und Bildungszukunft unterbrochen wird. Wo erreichen? Das ist hier entscheidend, weshalb wir die jungen Erwachsenen anschauen. Das tun im Übrigen auch in der Dekade inzwischen sehr viele Ansätze, die sich in dem Bereich der Family Literacy Generationen verbindend dafür einsetzen. Wo erreichen Sie denn Ihr Klientel sozusagen? An welchen Stellen? Man läuft ja nicht einfach durchs Leben und spricht jemanden an, weil man mitbekommt, da ist jemand, der häufiger so tut, als sei der sich die Hand verletzt. Das ist so eine ganz typische Täuschungsgeschichte. Sondern man braucht ja auch Orte, wo Menschen, die ein Auge dafür haben, dass es ein Problem geben könnte, dann entsprechend, die nur ein geschultes Auge haben, dann auch Menschen ansprechen. Ja, wir nutzen konkret dazu Daten, die wir aus bestehenden Studien ziehen, die uns etwas darüber sagen, wie eigentlich junge Erwachsene mit Problemen beim Lesen und Schreiben leben, wie sie denken, was sie kaufen, welche Medien sie nutzen, welche Themen sie interessieren und so weiter. Und aus diesen Erkenntnissen leiten wir sehr zielgenau Ansatzpunkte ab. Wir suchen nach Anknüpfungspunkten, wo, mit wem, zu welchen Themen wir sie ansprechen können. Wir haben das zum Beispiel für junge Eltern einmal geprüft und haben daraus einen Ansatz entwickelt, ein Schulungsprogramm nicht für Eltern, sondern für eine Berufsgruppe, die direkt mit nahezu allen Eltern mit kleinen Kindern zusammenarbeitet. Und das sind pädagogische Fachkräfte in Kitas. Diese Personen sind ganz stark damit konfrontiert, wenn junge Eltern nicht gut lesen und schreiben können, zum Beispiel wenn sie Elternbriefe nach Hause geben und die kommen unbeantwortet zurück, Eltern können keine Formulare ausfüllen und so weiter. Wir schulen pädagogische Fachkräfte darin zu erkennen, wenn Eltern Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Wir geben ihnen Hinweise, wie sie diese Eltern ansprechen können. Und auch, und das ist nochmal sehr wichtig, dass es auch einen Anschluss gibt, direkt eine Handlungsoption, dass sie verweisen können auf Möglichkeiten, wo sich Eltern beraten lassen können, wo sie auch vor Ort Lernangebote finden. Frau Emi, ich danke Ihnen sehr und wir zeigen jetzt gleich nochmal dieses Thema, wie spricht man Leute an, wie sensibel muss das auch eventuell passieren, in einem kurzen Film auch nochmal an und Ihnen schon mal danke für das Gespräch. Sehr gern. Sie haben bemerkt, dass die Eltern eines Kindes nicht auf schriftliche Mitteilungen reagieren? Das Kind kommt oft unvorbereitet? Vielleicht haben die Eltern einfach Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Aber wie könnten Sie sie ansprechen und Hilfe anbieten, ohne sie zu verletzen? Zeigen Sie Lösungen auf, nennen Sie Ansprechpartner und Informationsmöglichkeiten. Sie könnten auch betonen, dass man sich nicht schämen muss, denn schließlich kann jeder achte Erwachsene in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben. Das sind 6,2 Millionen Menschen. Eventuell kommt die Person von selbst noch einmal auf Sie zu, denn wenn der Elefant im Raum erstmal benannt ist, ist der erste Schritt getan. Ja, der Elefant im Raum bei unserem nächsten Projekt, das wir vorstellen, ist das kein Problem. Es geht um Lesekinder und Lesementoren und die werden meistens auch von Schulen dann empfohlen, welche Kinder man unter seine Fittiche nimmt. Und was es mit diesen Mentoren und Leselernhelfern auf sich hat, schauen wir uns jetzt auch erst noch mal in einer kurzen Matz an. Mentor bedeutet für mich eine Arbeit, die mein Leben bereichert. Mentor bedeutet für mich, Wissen weiterzugeben.
Mentor bedeutet für mich, Kindern zu helfen, um hier ein gutes Leben zu führen. Ich betreue zurzeit 3 Kinder und genieße das sehr und das ist einfach toll. Wenn da zum Beispiel steht und ruft, dann ruft er. Rette sich, wer kann, schreien die Piraten. So, genau, prima. Also der Wille bei meinem Lesekind ist wirklich da. Der will unbedingt besser lesen lernen. Der ist auch sehr motiviert. Und für mich persönlich ist es einfach eine ganz neue Erfahrung, mit einem Menschen so intensiv zu arbeiten. Man lernt auch seine eigene Sprache besser kennen. Die Kinder profitieren auf jeden Fall davon, dass sie wahrgenommen werden, dass sie ernst genommen werden, dass sie ein Selbstbewusstsein entwickeln über die Zeit. Ich verbringe einmal in der Woche meine Mittagspause hier in der nahegelegenen Grundschule, einem Lesekind, um 45 Minuten lang gemeinsam zu lesen. Schon am nächsten Morgen stechen die starken Männer in Seen. Auch Vicky hat sich an Bord geschmuggelt. Für mich ist es in erster Linie wichtig, dass ich ihm die Freude, den Spaß am Lesen vermittle und ihm auch eben helfe, damit es ihm leichter fällt. Ja, über die Lesementoren wollen wir sprechen mit der Vorsitzenden des Bundesverbands von Mentor, die Leselernhelfer, Margret Schaaf. Grüße Sie, Frau Schaaf. Grüße Sie, Frau Franke. Eins, was auffällt, wenn man diesen Film sieht, ist, das ist kein Nachhilfeunterricht, wie vielleicht manch einer meinen könnte, der von Lesementoren noch nie etwas gehört hat, sondern das ist ganz viel Spaß, die zwei Menschen da auch miteinander haben. Ja, das ist ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Ich habe vor kurzem erlebt bei einer Lehrerin, die eine Laudatio auf die Lesementoren in meiner Heimatstadt hielt. Und sie meinte sogar noch viel stärker, Mentor bedeutet glückliche Kinder, glückliche Lehrer und eine glückliche Stadthirt. Und wie wir jetzt gerade im Film ja auch gesehen haben, gehen wir in die Schulen, weil wir dort alle Kinder treffen, die Unterstützung beim Lesen und Verstehen brauchen. Wir müssen, also dort finden wir unsere Zielgruppe. Und die Lehrer schlagen die Kinder für die Leseförderung vor, aber dann geht es in der Leseförderung, in den Lesestunden, geht es nicht um schulische Leistungsanforderungen. Es geht um Lesefreude und Zuwendung. Die Mentoren schenken den Kindern gemeinsame Lesezeit und ungeteilte Aufmerksamkeit und gehen dabei ganz individuell auf ihre Interessen und Fähigkeiten ein und zeigen den Kindern vor allen Dingen ihre Stärken. Also ich kann das aus eigenem Kennenlernen auch bestätigen. Meine Mutter war 15 Jahre lang auch Lesementorin und hat das mit Grundschulkindern aus meiner ehemaligen Grundschule in Köln gemacht. Und die erzählte mir einmal, dass dann zum Beispiel sie mit einem Mädchen Küchenrezepte auch gelesen hat. Also auch solche Rezepte vorlesen und dann vielleicht auch mal nachkochen. Also auch solche spielerischen Sachen, die Kindern eigentlich eine Barriere vor dem Lesen nehmen sollte und ihnen auch sehr schnell Erfolge vermitteln sollen, weil dieses Erfolgreichsein macht erfolgreich auch beim Lesenlernen eben hilft, dass man Lob bekommt, Aufmerksamkeit, Zuwendung und dann klappt auch irgendwas plötzlich. Ja, genau. Ne? Und es kommt eben nicht auf das Lesematerial an, sondern es kommt auf die Interessen des Kindes an. Und dann ist das Wichtige eben bei uns, das Besondere bei uns, dass wir nach dem 1-zu-1-Prinzip arbeiten. Ein Mentor fördert zur gleichen Zeit jeweils nur ein Kind, das eine Stunde pro Woche, besser sogar zwei, und dann mindestens ein Jahr lang. Und denn nur dadurch entsteht das Vertrauensverhältnis und die zum Lernen notwendige emotionale Bindung. Und unsere 13.000 Lesementorinnen und Lesementoren lesen eben mit den Kindern. Sie bringen sie dazu, Bücher, sei es nun digitale oder analoge, überhaupt in die Hand zu nehmen. Und sie sind eben, wie ihre Mutter, die ich jetzt kennengelernt habe in Köln, lesebegeisterte Menschen, also Vorbilder, die ihre eigene Lesefreude an die Kinder authentisch weitergeben. Und die aber auch eine Ausbildung bekommen. Ne? Also man lernt ja auch richtig, wie man Lesementor wird. Also das ist auch eine Bereicherung für denjenigen, der das macht. Genau, also eben unsere in unseren lokalen Vereinen, die das Ganze ja überhaupt organisieren und umsetzen, werden die Mentoren auf ihre doch sehr verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet und auch währenddessen begleitet mit Vorträgen, zum Beispiel mit Austauschtreffen. Und wir hier beim Bundesverband, wir sorgen dann dafür, dass diese Weiterbildung für alle auf dem gleich hohen Niveau stattfindet. Und dafür haben wir dann eben gemeinsam Materialien entwickelt und Weiterbildungskonzepte, die wir mit den Vereinen dann vor Ort umsetzen.
Frau Scharf, danke Ihnen sehr für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit den Lesementoren, für die sich wirklich auch jeder, der daran Lust und Spaß hat, auch engagieren kann. Gerade auch für Menschen, die jetzt am Ende eines Berufslebens stehen, aber eigentlich noch voller Tatkraft und Wissen sind und pädagogischen Vermögens, ist das eine tolle Sache. Natürlich brauchen Lesementoren auch gute Kinderbücher. Auch das ist ganz wichtig und dann muss man diese auch unters junge Lesevolk bringen. Am 23. April ist wieder Welttag des Buches. Und was gibt es Schöneres, als zu sagen, ich schenke dir eine Geschichte. Damit sind wir bei unserem nächsten Projekt und dazu gibt es auch noch mal einen Film. Bücher sind Geschenke. Sie schenken uns Geschichten. Geschichten, in denen Unmögliches möglich wird. Die uns träumen und Abenteuer mit anderen erleben lassen. Geschichten, die uns neue Welten eröffnen. Am 23. April ist Welttag des Buches. Wir und viele Buchhändler schenken 1 Million Schülern eine Geschichte, geben auch sie Freude am Lesen weiter. Ja, und all solche Geschenke gibt es auch nur, wenn es starke Partner gibt, die mitschenken. Und ich freue mich sehr, den Herrn Dr. Thomas Ogilvy bei mir zu haben, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Post DHL. Das ist eine der starken Partner, die solche Projekte brauchen. Die Post engagiert sich sehr für die Stiftung Lesen auch. Herr Dr. Ogilvy, 1 Million Bücher zu verschenken, das ist zunächst mal eine schöne Geste, aber es geht ja dabei um mehr als um eine schöne Geste und einfach nur Geschenke machen. Ganz genau, Frau Slomka. Uns geht es darum, dass wir Lust aufs Lesen machen. Und wir sind in dem Fall die Stiftung Lesen, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das ZDF, der CBJ-Verlag und eben wir von der Deutschen Post. Und das Besondere ist, dass wir schon seit 1997 jedes Jahr wieder aufs Neue an die 4. und 5. Klassen 1 Million Bücher verschenken. Und zwar nicht, dass wir sie einfach verteilen, sondern auch das Erleben in den Buchhandlungen vor Ort möglich machen, wo dann eben die Bücher abgeholt werden können und die Kinder gleichzeitig in eine spielerische Interaktion mit ihrer Buchhandlung um die Ecke kommen. Und was ist die Idee dahinter, zu sagen, ich schenke dir eine Geschichte? Ich glaube, Lesen lernen oder Lesen ist vergleichbar mit Schwimmen lernen und Schwimmen. Man kann in der Schule die Grundbewegung lernen, man kann eben auch lernen, wie man den Kopf ordentlich über Wasser hält, aber am Ende die Freude, der Spaß und auch die Routine kommt eben beim Tun. Und das ist genau das, was ich schenke dir eine Geschichte erreichen will, dass wir all den Kindern, die vielleicht noch keine Bücher zu Hause haben, für die das Buch, das wir verschenken, dieses Jahr ein spannendes Buch mit der Geschichte Biber Undercover, ein niederschwelliges und inklusives Angebot machen, wo eben aus Lesen als Schulstoff auf einmal Lesen als Freizeitvergnügen und dann eben vielleicht auch Lesen als Wiederholungstat wird. Und Sie spezialisieren sich dabei besonders auf die 4. und 5. Klasse, richtig? Das ist korrekt, weil das ist auch die Zeit, wo die Grundkompetenz in der Schule meistens erworben ist. Wir wissen natürlich, und das wurde heute auch thematisiert, dass fast ein Fünftel der Kinder vielleicht noch nicht diese Grundkompetenz hat. Deswegen ist das, was Frau Scharf und eben die Lesepaten, die Lesementoren machen, auch so wichtig, um da frühkindliche Leseförderung zu unterstützen. Aber das Grundgerüst ist da. Und dann kann eben ein Buch wie Biber Undercover, wo jetzt nicht gerade die komplexeste Geschichte, der komplexeste Plot ist, aber es was Spannendes ist, wo es darum geht, dass Kinder eben in dem Fall mit dem Biber ein Abenteuer erleben, einfach eine Alternative dazu sein, was sonst auf Handy, Videospiel oder im Fernsehen ist. Und genau deswegen gehen wir auf die 4. und 5. Klassen zu. Soll vor allen Dingen auch Spaß machen. Herr Dr. Ogilvy, danke Ihnen für Ihr Engagement und dass Sie sich heute auch Zeit genommen haben. Vielen Dank an alle in dieser Runde, in dieser Vorstellungsrunde mit verschiedensten Projekten, die eben zeigen, wie in der Praxis, was jeder Einzelne machen kann, was es für tolle Ideen gibt, was es für Organisationen gibt. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, aber diese 4 wurden jetzt herausgegriffen und kommen damit eigentlich zu unserem letzten Teil, nämlich der Erkenntnis, dass es auch, wenn man Gutes tut, darüber geredet werden muss. Dazu gleich.
So, was haben wir in den letzten fast 2 Stunden gelernt? Warum Lesen so wichtig ist, aus wissenschaftlicher Sicht zum Beispiel, dass Lesen nicht nur bedeutet, dass man Wörter erkennen kann, sondern Textverständnis, kognitive Fähigkeiten. Es ist wichtig, dass es dafür die richtigen Instrumente und die richtigen Pädagogen gibt, zum Beispiel Literaturpädagogen oder Lesementoren. Aber es braucht auch eine Bündelung. Darum ja auch dieser nationale Lesepakt, um jetzt wirklich nochmal auch Kraft zusammenzunehmen und alle gesellschaftlichen Kräfte zusammenzurufen und zu stärken, um zu sagen, das kann nicht sein, dass wir auf Dauer immer noch Menschen haben, die diese Teilhabe nicht haben, weil sie nicht lesen können. Wir müssen darüber reden, dass es das gibt, wir müssen etwas dagegen tun. Darum auch die beiden Initiatoren des Nationalen Lesepaktes nochmal bei mir. Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Maas von der Stiftung Lesen und Frau Schmidt-Friederichs vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. An Sie die Frage, vielleicht fangen wir an mit Herrn Dr. Maas. Wie geht es jetzt weiter? Herr Dr. Maas, Sie müssen auch noch mal eben Ihr Mikro anmachen. Sie sind noch stumm. nicht das Mikro, sondern hier unten. Wir versuchen es nochmal. Ich bin sozusagen, ja. Jetzt, ja, jetzt sind jetzt Sie geht's. Da. Wunderbar. Alles klar. Also womit geht es weiter? Ganz klar, was wir erreichen wollen, ist ein stärkeres öffentliches Bewusstsein, gerade für die Notwendigkeit von Leseförderung in Deutschland. Und deswegen war uns von vornherein klar, dass wir eben auch sozusagen eine öffentlichkeitswirksame Kampagne brauchen, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass wir uns mit 3 Millionen Kinder und Jugendlichen, die nicht richtig lesen und schreiben können, nicht zufrieden geben dürfen. Und so kam die Entscheidung zustande, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Kampagnenmotiv. Und die darf ich jetzt, glaube ich, enthüllen, wenn ich das richtig sehe, weil ich bin ja hier ein bisschen allein im Studio. Insofern kann ich das jetzt nicht Ihnen oder Frau Schmidt-Friederichs überlassen. Ich ziehe mal einmal links. So. Lesen, eine wahre Superkraft. Und ich ziehe einmal rechts. Und auch eine weibliche Superkräftin, nennen wir das jetzt, glaube ich, neuerdings. Ne? Frau Schmidt-Friedrichs, was ist die Idee hinter diesen Motiven? Ja, das ist ansteckende Lebensfreude visualisiert. Bewusst haben wir das nicht auf den akademischen Kontext bezogen, sondern diese Plakate sollen intuitiv unmittelbar wirken. Sie sollen noch Geschwisterplakate bekommen, wenn wir jetzt im Bild von dem Jungen und dem Mädchen bleiben. Sie haben die Anspielung auf Superman und in dem Fall auch auf Superwoman und spielen mit der Lust am Lesen und gehen bewusst nicht auf dieses Du sollst lesen und das wäre doch gut für dich, sondern die beiden haben sichtlich Spaß an Büchern und dieser Spaß darf anstecken. Und Lesen als Kraftquelle sozusagen, die Zauberkraft verleiht. Genau, und ein bisschen in andere Welten eintauchen ist ja auch dabei. Das stimmt, weil das hatten wir ja vorhin auch schon. Lesen eröffnet uns den Schlüssel zur Welt. Herr Dr. Maas, wo wird das platziert? Welche Rolle spielen da auch die Partner des Nationalen Lesepakts? Also plakatiert und platziert sollen die Motive natürlich überall. Also in ganz Deutschland sollen die sichtbar sein, auch über einen längeren Zeitraum. Dafür danken wir unseren 150 Partnern, die daran beteiligt sind, vor allem den Medien und den Verlagshäusern, die sich daran beteiligen. Aber auch alle anderen, die gerne die Kampagnenmotive übernehmen können und sollen. Und in der Tat, wir wollen öffentliches Bewusstsein prägen, wir wollen Realitäten verändern. Dafür brauchen wir das, so eine Sichtbarkeit und dieses Symbol. Und wir haben uns ganz bewusst eben auch für die Motive von Jungen und Mädchen entschieden, weil wir gesagt haben, genau darum geht es. Es geht um die Generation von morgen. Die sollen davon profitieren und Deutschland verändern. Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich danke Ihnen beiden als Initiatoren für diesen Nationalen Lesepakt, über den wir heute gesprochen haben, den wir mit diesem Summit versuchen auf den Weg zu bringen. Und ich möchte mich an der Stelle auch an allen anderen Beteiligten bedanken, die sich beteiligt haben. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Kultusministerkonferenz, die Diskussionsteilnehmer aus der Wissenschaft, aus Politik und Gesellschaft, die heute hier etwas von ihren Erfahrungen und Erkenntnissen erzählt haben. Und ganz besonders danke ich natürlich darüber hinaus allen Zuschauern und Zuschauerinnen, die uns zugehört haben, die sich bereits vielleicht engagieren in der Leseförderung oder sich einfach für das Thema interessieren und möglicherweise darüber nachdenken, jetzt selbst damit einzusteigen und Teil dieses Paktes zu werden. Und ich möchte ganz zum Schluss enden mit einem Zitat von Gustave Flaubert, der sagte: Lies, um zu leben. Vielen Dank.